Video weitermachen, nicht? Jetzt habe ich heftige Schmerzen eingefangen, nicht? Das ist immer so. Wenn man Weisheit bringt und sie nicht der Weise gibt, dann passiert man Schande und Schmerz. Wenn man sie den Gottlosen und den Spötter gibt, Weisheit, das sind keine Gottlosen und keine Spötter, aber gut, ich habe mich da schon über die Regeln gehalten, nicht das Regeln, dass die hier kein Essen essen. Dass die hier da an den gelben Tisch arbeiten mit dem Laptop. Was die Leute aber nicht wissen, ist, dass meine Frau muss betteln für 30 Strassenkinder, dass sie denen kochen kann und dass ich auch ab und zu muss betteln. Gestern zum Beispiel habe ich mir auf die Kneipe 10 Minuten für drei Brötchen. Sie haben jetzt Nachtessen. Was die Leute nicht wissen, ist, dass ich 25 Mal im Lebensgefahr war, im Leben will, der Wohnteam. Und weil ich mit der Wahrheit nicht zurückhalte und weil ich von einer ganzen Kirche herstehe und kann sagen, dass Götzendienst Götzendienst ist und die ganze Kirche kann sagen, sie verteufeln und zeigen Einmacht gegen mich. Und einer mit dem Dolch auf mich loskommt und Fuß ins Gesicht, das ganze Gesicht verschlagen, blutig, mit dem Stock abgeschlagen. Das wissen die Leute nicht. Und die Sachen sind heilig. Und dann sagt man, du musst an einem gelben Tisch, gelb ist Schwefel, ne? Das wissen wir, das ist der Zorn Gottes. Das ist auch der gelbe Tisch, vielleicht auch nicht der Zorn Gottes, übergeben. Und dann kann man auch Herzlichkeit und Liebe übergeben. Du musst an einem gelben Tisch verschaffen, da dürfen wir nur die schaffen, die das Essen zahlt. Und sie nicht wissen, dass ich das Essen schon längst zahlt, viel mehr als jeder, der drinnen ist. Dass man so sagen, man hätte nicht mehr zusammen reden über den Zehnten. Dass ich schon ein Leben lang mit Zehnten bin, dass ich schon ein Leben lang nicht nur ein bisschen Südweis-Magazin mache und einen schönen Bürostuhl habe. Und wir haben ja eine liebe Familie und eine schöne Wohnung, sondern dass ich immer schon ein Leben lang zwei Obdachlose oder eine Obdachlose bei mir in der Wohnung hatte, auf dem Sofa. Dass ich unter Depressionen gelitten habe, weil die ganze Nachbarschaft gesagt hat, das ist nicht ganz gelaufen. Dass ich in Nicaragua mit 8 Obdachlosen zusammengekommen habe, die in einem Doppelbett geschlafen haben. Und ich gesagt habe, während der Ost am Westen sein, weil das eine Erinnerung auf den Schreibboden geschlafen hat, mit einer Wolldecke, weil es zwei Meter hatte, hat er nicht auf den Schreibboden geschlafen und nicht meine Obdachlosen. Ich habe nicht in einer schönen Wohnung gewohnt, sondern ich auf dem Schreibboden. Und meine Südweise angestellt, gut, man soll keine Südweise sein, meine S3, 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 habe ich weggeschlafen und ich habe einen Scheiben. Ich habe alles finanziert, gut, mit dem IV-Rente, ich habe nicht mehr arbeiten dafür. Aber ich habe schon mehr arbeiten dafür, und zwar heute am Morgen aufstehen. Und meiner Frau schauen, wie es ihr geht, und nachlaufen, und Ziel schauen, und in der Schuhfabrik arbeiten, 6 Tage in der Woche nur Schuhbänder einfädeln. Das ist ein Glücklauf für einen Vorgang, der arbeitet. Zu wissen, wie man das schaffen ist. Das sind wir nie. Eine Minute lang mit Kopf geschwätzt, das Leben lang nicht. Und wenn sie es machen, machen sie auf der Bettkante und sie wissen nicht, was auf der Knie drei Stunden im Kotschwätzen heisst. Sie wissen nicht, was Fasten heisst und dann reden sie vom Schaffen. Sie wissen nicht, was es heisst, wenn einer mit dem Dolch auf einem loskommt, eben genau immer eine ganze Kirche darauf hinweist, dass Götzendienst Götzendienst ist. Sie sind zu faul und dann merken sie über die Kirchensteuer und dann reden sie vom Schaffen. Sie sind zu faul, sie klagen viele an, die sind Heuchler, die sind Heuchler, die sind Heuchler. Sie sind zu faul, vor den Pfarrern herzustehen und den Pfarrern zu sagen, dass er ein Heuchler ist. Und dann nutzen sie, dass die Kirchensteuer zu gross ist, aber den Pfarrern sagen sie es nicht. Aber dort mit der Beiz sagen sie es stundenlang. Aber sie sind zu faul, zum Pfarrern zu gehen und den Pfarrern sagen, dass er ein Heuchler ist, weil sie wissen, dass dann der Teufel aufsteht und dann haben alle Angst. Man das Leben lang selber behüchen. Man wirft den Kühlen vor, sie sind behüchen und man ist selber noch der grösse Heuchler. Und dann redet man von Schaffen. Heuch allein ist nicht Schaffen. Heuch allein ist Heuch allein und Schaffen ist Schaffen. Und Schaffen kostet. Und Heuchler kostet dann am Schluss auch.
Sorry Leute, das bin ich wieder mal eine Dampfwalze. Gebt mir bitte ein bisschen Dampf ab. Jetzt müssen wir an die Schere sitzen. Es wird weiser zu. Es wird weiser. Die anderen halten irgendwo in der Kanzel. Dann kommen alle herüber und dann verpredigen. Ich kann jeden verpredigen in der Kirche. Ich muss immer auf der Straße predigen. Was heisst du Arschloch? Predigen jetzt in der Seite. Du Arschloch, kann man arbeiten. Ich würde gerne in der Kirche predigen. Bis jetzt habe ich noch nie dürfen. Doch, sie haben mir zweimal in der Kirche, wenn ich sie immer ziehe, mir zweimal dafür predigen. Es tut weh so zurück. Es tut weh und als Obdachloser kannst du nicht einmal brüllen. Eigentlich müssen wir die Sachen rausbrüllen und dann ist es gut, dann kann man es abhören. Aber als Obdachloser, sobald man vor so viel brüllen kommt, einer und lacht die aus und sagt, du Arschloch, und dann wird es gerade noch mehr weh. Und dann kannst du nicht brüllen, weil du noch vor schon fluchen. Wenn die einen auslacht, wenn du am tiefsten Punkt bist und brüllst und die noch einen auslacht und noch verflucht, dann fluchst du wie ein Rohrspatz und das darfst, das hat man nicht. Dann kannst du als Obdachloser nicht einmal brüllen, obwohl du schon längstes Mal sollst brüllen. Das ist ein Schuss, ich drehe. Und du sollst nicht wieder, wenn du mich aushörst. Ich drehe mir das Arschloch, was ich so verweise. Und du dir das Zeichen lässt und kannst drehen. Nur irgendwie über den Beiz, und nachher alle blöd anschauen und sagen, der spinnt, und hört die psychische Spritze in den Arsch. Dann machen sie es nachher so. Wenn du irgendwo am Wein raufgehst, gehst du brüllen und die Polizei. Weil du brütest, das Handschell und die Spritze in den Arsch und die Tablet. Zwei Wochen lang das Folter für das Brüllen und das Bett. So machen das die Schweizer. Das Boden mit dem Kreuziger, Kreuziger. Darum haben wir gesagt, Kreuziger, Kreuziger. Es hat schon seine Gründe, wieso die ist das so heftig kommen. Es ist heftig, aber es hat seine Gründe, warum ist das so? Ich lüge aber nicht mehr. Also du hast mir jetzt nicht kreuzen, das ist mit dir zu schnell, über dich kann ich es abladen. Aber es hat schon seine Gründe, wieso ich das sage, wenn ich so. Also nochmal zum Thema Punkt der Finanzen, ein Vorbild sind. Die Regelung mit dem Zehnten nicht. Es ist natürlich das Alte Testament, das ist der alte Bund. Und oft muss man sehen, die ganze arme Welt, Afrika, Südamerika, Lateinamerika und auch USA, wenn man sich in USA Christ nennt und man gibt in der Basileia, in der Organisation Kirche, nicht den Zehnten, dann kommt man einen Tritt in den Arsch über und wird vor Türen gestellt. Das ist auf der ganzen Welt Standard. Und wenn man es in der Schweiz, im Land der heiligen Kuh, anspricht, ist man ein Teufel und gehört zu einer Sekte. Das, was die ganze Welt fertig bringt, nur Europa muss wieder mal einen extra Leberwurst haben. Europa auf dem Buckel der Narmen in Saus und Braus lebt. Chinesen, die 14 Stunden, ich weiß nicht wie viele Stunden in den Fabriken arbeiten müssen, reihenweise Selbstmorde gehen, damit du ein möglichst günstiges Telefon kannst haben und man mit dem Telefon kann stundenlang in der Welt herumchatten. Und damit das möglich ist, müssen sie Selbstmord machen in China um 12 oder 14 Stunden, ich weiß nicht wie lange die Fabrik arbeiten. Und dann noch 6 Tage Woche in Nicaragua, auch 6 Tage Woche Schuhbänder liefern. Damit irgendeiner zu Europa, gut in Nicaragua nicht unbedingt, die exportieren nicht so viel, damit irgendeiner zu Europa einen möglichst günstigen Schuh hat, möglichst wenig muss arbeiten in seinen Schuhen. Und dann sagt man noch, Killensteuer ist zu viel. Und dann isst man Lasagne mit Tomaten von Italien, mit Mehl von Argentinien, mit Kakao von Kinderarten, den Ivory Coast, wo ursprünglich die Basileia, die Missionare, in der Absicht das Land segnen und Europa zu segnen. Die Leute von Jamaika, die ehemaligen Sklaven, die zu Christus gefunden haben, auf Afrika abgenommen, die haben den Kakao und den Kaffee mit aus Afrika gebracht, von Jamaika. Die ehemaligen Sklaven, die ihren Gott geliebt haben und ihr Afrika geliebt haben.
für Jesus so häufig, aber sind für ihr eigenes Volk der weite Weg mit dem Schiff auf den Ökzies, auf den Sicht genommen, zu Afrika und zum Verräter gewesen sind, weil sie eine andere Religion bringen wollen, weil sie als Verräter gekommen haben. Und dann haben sie noch in den Feuerhäfen mit Kaffee und Kakao, sie haben im Gottesdienst in Europa helfen, dass die können selber Kaffee und Kakao trinken, das wäre noch ein bisschen Geld kommt von Europa. Das hat natürlich daraus gemacht, da ist Mali durch Kinder stellen und die Kinder Kakao, 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 ein Leben lang auf dieser Plantage arbeiten. Und die Gebet von denen sind nicht mehr für selber ein freier Mensch sein. Und in Europa saufen die Gebet von diesen Kindern. Jetzt das saufen. Und dann schimpfen sie noch über Gott. Und motzen um. Das Gefühl ist jetzt ob man im Kaiser alles geben müsste und nur dafür Löwen spenden und nur für den Klimaschutz und für die Hinz-Afrika nicht einmal dafür Kinder herzustellen. Und es war auch ein Knauf, sie sind von eurem gottverfluchten Kaiser oder ein Leben lang eures Gentem verschenkt haben. Entschuldigung, Gott, das sind Kaiser verflucht. Vergib. Und so sind da die Sachen. Wenn man sie wissen und wenn man sich Zeit nehmen würde, auf Afrika die Tatsachen einmal anschauen. Und eben nicht nur 2 Wochen Ferien machen, dort im Schwimmbad und das Zähnemögel austeilen, sondern mal in so einer Fabrik arbeiten. Nachdem der Postkarte gestohlen worden ist und einmal kein Geld mehr kommt aus dem Paradies, in Anführungszeichen Paradies Schweiz. Und man sieht eben aus, was es kostet, wenn man dort einmal nicht mehr vorkommt und nicht mehr ins Paradies kann zurück, sondern man wirklich muss 6 Tage in der Woche arbeiten und die eigene Frau nicht einmal ein Schmützchen gibt und man sie muss suchen jeden Abend. Und am Sonntag musst du noch in die Kirche und hast gleich keine Zeit für deine Frau. Du musst nur das Leben lang da die Schuhbänder liefern und hast nicht einmal Zeit für deine Frau. Und dann sagen sie in Europa noch Gott, warum lässt du das eigentlich zu? Und fressen von der ganzen Liebe, von der ganzen Welt, von den Tränen und vom Blut von der ganzen Welt. Und dann geben sie noch Gott Schuld, für dass sie das alles dürfen essen, was sie dürfen essen. Und anlegen, was sie dürfen anlegen. Das Blut und der Schweiß und Tränen und Gebet von den Armen und von den Kindern auf der Welt. Und dann haben sie noch einen frechen Latz gegen Gott. Und die, die einen Grund haben, einen frechen Latz gegen Gott haben, die, die müssen bluten und schwitzen und leiden, die loben Gott. Und die sagen Danke für jedes bisschen Essen, was sie bekommen. Die sagen am Morgen, meine Frau, ob das schon gut hat, bitte nicht. Und ich muss geschaffen, dass meine Frau nicht verbreitet wird. Wir haben keine Ahnung von eurer Pille. Wir haben keine Ahnung, was der Jesus hat hier auf dieser Welt. Wie oft er uns schon an das Kreuz genagelt hat. Und dann sagen wir mal, es sind Schuld, sie sind böse. Und wir sind gut. Und nagelt Jesus auf die ganze Welt an das Kreuz und uns wieder. Lithium-Minen erfahren, wo mit dem Lithium in einem Tesla-Porsche umeinander und sagen, nur dann hätte er ein gutes Werk genommen. Lass er eine umweltschonende Tesla kaufen, aber dann bindet er uns Jesus in den Silber-Minen, also ein Leben lang, wo die nicht eures Lithium aus der Erde rausgrübeln. Und ich sage, werdet ihr mir eine gute Arsch. Und Jesus muss für euch in Bibel haben, der Bibel. Ich bin der Stütz oder der Bibel, der Bibel des Lebens. Und ihr sagt, ihr seid ein guter Mensch, was die Wahrheit hat, den anderen Stand haben, was die Erde durch Europäer haben.
der Standard als Europäer ist nicht gefahren. Der Standard als Europäer ist der Standard von einem Saustall. Entschuldigung. Es ist nur der Standard der Saustall. Und wenn man immer noch auf den Spiegel vorhat und dann sieht, dass drinnen ein Saustall hat, dann vertrampeln wir den Spiegel. Und kreuzen wir den Spiegel gerade nochmal, dass es nur noch einmal schauen. Weil es eben genauso weh tut, wie denen in der Silbe rein, der Spiegel tut auch uns weh, als Europäer. Und wir wollen es nicht wahrhaben, wir wollen es nicht wahrhaben, wir wollen den Schmerz nicht von denen in der Silbermine unten. Wir wollen das nicht, wir wollen ein schönes Leben, wir wollen es nicht wahrhaben. Sobald der Spiegel kommt, sofort weg mit dem Spiegel, weil es weh tut, dass wir so leben, wie wir leben. Und man weicht dem lieber aus, die Worte tut immer weh, auch mir. Auch die Worte über mich ist ein schreckliche Worte. Ich bin ein Versager, ich bin ein aufrechtes Arschloch. Das ist ein Wort, das wehtut. Die tut jedem von uns weh. Das ist keiner besser. Auch ich der Worte so lange aus, wie es geht. Ich kenne sie ein bisschen besser. Behaupte ich jetzt mal, das Wort ist, das ist meine Meinung. Das ist jetzt eine Meinung. Ich beschäftige mich mit dem Buch nicht und gehe davon aus, dass das die Wahrheit ist. Und darum nehme ich für mich in Anspruch, ich würde die Wahrheit kennen und ich sehe dann auch die Frucht, Wunder und Zeichen und was weiß ich am Laufmeter. Und dann gehe ich noch mehr aus davon, dass es die Wahrheit ist. Ich wäre dumm, wenn ich nicht würde sagen, es ist die Wahrheit. Das wäre eine absolute Dummheit, nach dem, was ich alles erlebt habe. Aber natürlich, die Wunder hat nicht jeder erlebt. Und dann sagt der andere, ich habe das erlebt. Und dann ist das vermittelt worden, weil ich das so erlebt habe. Logisch, das eigene Glaubensgebilde fundiert immer auf den Erfahrungen. Und je nachdem, in welche Richtung man das Glaubensgebilde verschiebt, macht man andere Erfahrungen. Und dann verändert sich auch das Glaubensgebilde. Das Glaubensgebilde ist nie in Stein gemeißelt. Das verändert sich ein Leben lang, hoffentlich. Nicht, wenn man dazu lernt, logisch. Also, nochmal zurück zum Thema Finanzen. Also, gut, der Zehnte, das ist natürlich eine Zumutung. Also, das erste Mal war es ja gar nicht der Zehnte, sondern 5%, nicht in Israel, auch in Israel. Der Staat, also die Beamten, die Leviten, haben 5% bekommen als Staat und 5% als Kirche. Von dem her wäre es ja schon mal nur 5%, wo der Kirche zusteht. Und dann ist es auch so, dass natürlich jemand, der viel leistet, auch mehr zusteht. Und wenn man es ausrechnet, in Israel, die Leviten, ich weiß nicht, wie viel bevölkerungsanteilmäßig, wie viele Leute das gewesen sind, die dort Zehnten bekommen haben. Vom Stamm her ist klar, es waren 12 Stämme gewesen. Von dem her, grobe Schätzung, sind die Leute ein Zwölftel gewesen, die ein Zehntel bekommen haben. Das heisst, sie haben ein bisschen mehr bekommen als der Rest. Und was dann natürlich auch wieder so ist, dass man ja den ganzen Missbrauch in der Kirche sieht und auch natürlich in den anderen Ländern, dort, wo sie wirklich den Zehnten geben. Da siehst du den Pfarrer mit einem schönen, niegelnagelneuen super SUV, heisst es dort, Sports, also mit einem Sportauto, unter einer 300-Franken-Uhr, unter einem super Anzug, unter einer Krawatte, nicht? Und der geht nachher so hinter das Pöltchen und predigt auf die Art, stellt sie in Richtung zur Schau. Und die Armen geben dem Scheiß noch 10% von ihrem letzten Brötchen. Nicht? Und auch der Pfarrer auf dem Buckel der Armen stellt dann noch seine Richtung zur Schau. Und so ist es natürlich auch nicht gedacht. Aber es ist auch nicht so gedacht, dass meine Frau das Kopätschle und dass mein Kind von einmal in der Woche kochen und mein Geld auch noch von einmal in der Woche lang für das Kochen von den 30 Kindern. Und sie dann noch einen zweiten Tag, dass sie dann ein Kind kochen kann und betteln muss. Und dann haben wir zu wenig Geld, dass sie den Säuferin mehr Gaben Geld geben kann, damit die sie in Ruhe nehmen und sie nicht abschleudern haben. Und wie ich dann so etwas Strassen machen muss, damit ich diesen Säufer Geld geben kann, damit sie nicht Geld in Ruhe nehmen. Sorry, weißt du?
Und in den Mutterboden ist nur ein heilsamer Zahnluft und zwei Boden. Wenn ihr das Paar Händchen schenkt, und dann stellt einen Verklammer vor einem Kunstweg und weiß, dass die Hände auf die Kappe schmiert und die bringt mir das Kuchen. Und dann ging ich zu dem seinem Chef, ein Käsegesicht aus der Schweiz, und sagte, kannst du mir bitte zwei Händchen schenken? Und er sagt, nein. Dann sage ich, bitte, ich bin Missionar. Und dann, du Arschloch, es geht mir Dreck an, was ist ein Missionar? Schon nicht ganz so. Aber vom Schmerz her, wo anfängt, so. Und dann sage ich, Entschuldigung, wer bist du? Warum bist du hier in einer Basilea-Institution? In der Heilsarmee, Brockenschuppen, eine Organisation von der Basilea für den Staat, für die Welt, von der Kirche. Und du bist hier der Chef, gesetzt über einen von der Elfenbeinküste, wo vielleicht Kinder und Verwandte, wo die Kinder für deine Schocke, die du jeden Morgen kannst trinken kannst, ein Leben lang beten, dass sie vielleicht irgendwann von dieser Plantage mal vorkommen. Und du trinkst die Schocke jeden Morgen. Und da steht der Basermissionar vor dir, wo die Schocke von den Basermissionaren eingeführt worden ist. Und du lästerst noch und sagst, es geht mir nicht an, was ein Missionar ist, das ist ein feuchter Dreck. Ich bin da der Boss. Weil ich so gottlos da der Boss werden konnte, in einer kirchlichen Institution. So einen frechen Sack steht vor mir her und kann mir nicht einmal ein paar Händchen schenken. Weil ich Schmerzen habe in den Händen, das kalt ist draussen. Und erwartet, dass ich neben dem, dass ich für die Folterer von meiner Frau muss auf der Strasse jodeln, noch für ein paar zwei Händchen gehe, auch noch jodeln, damit meine Hände nicht abfrieren hier in der Schweiz. Obwohl ich eigentlich 80'000 Franken zu gut hätte, wenn ich 3,5 Jahre im vollzeitlichen Dienst unter Todesgarde geschafft habe, wenn ich ein Einkommen hätte von einem Schweizer Pfarrer. Oder ein Zehn von einem Schweizer Durchschnittslohn, hätte ich jetzt mindestens 80'000 Franken. Und auf meinem Konto sind im Moment 0 Franken. Und dann steht, Entschuldigung, und dann kann man verstehen, wieso dass ich so reagiere, wie ich reagiere. Versteht ihr mich jetzt bitte? Wieso dass ich so reagiere, wie ich reagiere, und ich möchte euch um Vergebung bitten. Und wieso reagiere, wie ich reagiere, möchte Afrikaner. Das sind so demütige Leute. Die kommen hier in die Schweiz, haben daheim eine Familie. Die wissen, was es heisst, auf der Strasse aufwachsen. Die wissen, was es heisst, Hunger haben. Und dann gehen sie hier in der Schweiz in Prostitution und gehen hier Drogen verkaufen, damit sie nicht obdachlos sind hier in der Schweiz und damit in Afrika die 10 Kinder zu essen und sich verhören in der Schweiz. Und sie sich in der Schweiz zu einer Hure machen. Und sie sagen kein Wort. Sie sind nicht so wie wir, wir können fluchen. Wir sind auch obdachlos in der Schweiz, wir fluchen nicht, wissen wir, was die machen. Wir sagen, lieber Gott, bitte hilf der Schweiz, lieber Gott, bitte sag mir die Schweiz, bitte vergib die Schweiz, bitte lieber Gott, vergib die Schweiz, das Leben lang, und ich lasse noch bloß über uns. Die Afrikaner machen Grund etwas ums Leben lang fluss, die fluchen mir. Meine Frau war ein Grund zu fluchen, viel mehr als ich hier. Ganz heute Fluss zu meiner Ruhe spart, aber selten. Ich bin so schnell im Fluss, ich draus in der Schweiz. Bitte vergesst mir. Ich kann jetzt irgendwann nicht mehr singen, sondern mit der Erdung irgendwann halte die Welt nicht mehr aus. Dann sterbe ich halt einfach auf Gottes Namen. Sterben wir mir alle irgendwann halte ich es nicht mehr aus. Aber jetzt bin ich noch rot, jetzt habe ich noch einen Auftrag, jetzt bin ich noch nicht gestorben. Solange ich noch lebe, sage ich die Worte, so wie ich sie halt erkannt habe.
Ich habe den großen Haufen Lebensen gefragt. Entschuldigung, Leute. Als ich im Käseland davongelaufen bin. Entschuldigung, Leute. Als ich im Käseland einen Haufen Zeit nicht nur im Käseland, sondern im Auch-Käseland im Käseland verbracht habe. Nicht nur in der Schweiz, sondern in der Auschwitz in der Schweiz. Nicht? In der Psyche auf Deutsch formuliert. Also, wir müssen zum Thema führen. Also, seht jetzt, spätestens jetzt, jemand ein, dass mindestens die 5%, dass wir nicht 10% sind, aber 5%, das ist biblisch, dass das dem Allmächtigen und der Basilea oder auch dem Armen, also einem reichen Pastor, der mit den Krawatten rumfräset und mit dem Chip, natürlich gehört es dem nicht, logisch nicht, der macht hochgradig etwas falsch. Logisch. Und dem das Geld geben, das ist nicht einfach dumm, nicht? Das ist so. Aber es gehört Gott, das Geld, und nicht dem Kaiser. Und wenn man es begreift, dann begreift man es. Wenn man es nicht begreift, begreift man es nicht. Und wenn man es nicht begreift, kann man es nicht umsetzen und muss es auch nicht umsetzen. Wenn man es begreift, bitte. Also mindestens auf Afrika. Wenn es nicht der Killer ist, dann gibt es wenigstens ein Patenkind in Afrika. Und nicht im BWF. Nicht irgendeinem Esel oder in einer Kuh. Das sind auch arme Geschöpfe. Die sind auch andere Arme. Die können genug Geld über. Also, okay, in Nicaragua behandeln sie die ganz mies. Und das ist auch wichtig, dass man hier schaut, dass das Bessere kommt. Aber es gibt Kinder, die verhungern sind. Und die Tiere sind nicht am Verhungern. Aber es gibt Kinder, die am Verhungern sind. Und wenn es den Kindern nicht geben will, das kann man verstehen. Es gibt den Kindern Hilfe, Heuchelei. Und wenn man denen so viel Geld gibt, wird es vielleicht auch nicht besser. Das war jetzt vorher ein bisschen meine Argumentation, aber so stimmt es vielleicht eben auch nicht. Man muss es dann auch noch mit Verstand, in welcher Kirche und wo und was und wie gibt es der Kirche, sodass es eben kein Missbrauch gibt und nachher nicht irgendein reicher Bischof einfach nur ein Bierfässer herstellt. Nicht? Natürlich mit ganzem Verstand soll man Gott lieben, nicht Verstand ausschalten und Amen sagen in der Kirche und der Bischof noch eine tausender Noten unter den Hut. Natürlich so nicht, logisch. Das wissen wir alle. Wir sind keine Kindergärten, nicht? Logisch sind wir das nicht. Und aber wenn ihr ein Vorbilder seid von euren Süßbissverkäufern, dann bitte gebt eures Geld und nur 10% von eurem Geld und nicht im WWF. Ja. Ja, das kannst du ja in der Batterie. Ja, wo ihr eures Geld gebt, das ist euch überlassen. Etwas machen mit eurem Geld, das ist alles euch überlassen. Aber einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, nicht? Und es kommt auch alles wieder retour. Der Segen kommt zurück und alles kommt zurück. Nicht? Von dem her, als Vorbild, als Leiter, ist die Idee, dass man mit mindestens 5, besser 10% von seinem Einkommen die Armen wieder unterstützt oder killen. An der Stelle, wo die Kirche sich auch für die Armen engagiert. Ich natürlich nicht irgendwo in einer Hilfe Kirche, das ist logisch nicht. Aber an dem Ort, wo die Kirche ihren Auftrag wahrnimmt und sich für die Armen engagiert, auf einem Beet oder in einem Hilfswerk, das sich für die Armen einsetzt und nicht für Kühe, nicht für Esel, nicht für Bären, sondern für die armen Leute, die verhungern sind, dass man sich für die mit 10% von seinem Einkommen engagiert. Und dann ist man ein Vorbild für die Verkäufer. Und dann kann man eigentlich, wenn wir das Jubelsverkäufer wollen, das Vorbild sein, dass sie fleissig sind und Sport machen. Schau jetzt, da kommt die nächste Frage. Für was fleissig sind? Warum soll man ein Vorbild sein, dass die Jubelsverkäufer fleissig sind? Für was? Was sollen die mit dem Fleiss, wenn sie und was, welcher Sache, sollen die Jubelsverkäufer mit ihrem Fleiss dienen? Europa, dass Europa nur nicht wird. Oder den Armen auf der Welt, damit es den Armen besser geht. Oder sollen sie im Migros arbeiten, dass man noch das bessere Essen essen kann.
dass noch etwas mehr Liebe in dieser Lasagne ist, von einem armen Tropfen auf dieser Welt. Damit die Europäer noch ein schönes Leben und die Armen noch ein ärmer sind. Sollen wir für das fleissig sein in der Schweiz? Weißt du, in der Schweiz heisst, hilf dir selber, so hilf dir Gott, geh und arbeite. Und dann gibt man keine Antwort, für was, dass man selber arbeitet, für was, dass die Schweiz so wohlhabend muss und soll und gefällig sein hat, und für was, dass man so eine saugute Ausbildung und alles, Sozialarbeit, studieren und die beste Ausbildung von der Welt und die gescheitsten Leute von der Welt und alles Geld von der Welt, die bitte in die Schweiz. Und wenn dann einer fragt, nein, das mache ich nicht, dann heisst, du bist ein fauler Sack. Weil er eben nicht fragt, für was müssen wir auf meinem Buckel noch reicher sein? Und die, die zu dieser Erkenntnis kommen und nicht mehr Erkenntnis vor der Basilea, die ihnen eben würde zustehen, aber ihnen eben niemand gibt, weil Basilea ihren Auftrag nicht erfüllen kann. Die zu dieser Mehrkenntnis kommen, dass für was schaffe ich hier in der Schweiz, für das Königreich von Mammon? Für was? Ich mache hier nicht mehr mit. Und dann kommen sie an Rand und dann gibt es eine Nadel und dann kommt Drogen und dann lädt man eine Drogen ein oder dann gehen sie saufen, weil sie spüren, dass das ganze Volk in einer Lüge hinter drin säckelt und von ihnen noch fordert, dass sie ein Leben lang auch so ein Sklave von dieser Lüge sollen sein, wie der Rest von dieser Gesellschaft. Und dann sagen sie, da mache ich nicht mit. Ich schaffe nicht für diese Lüge. Und dann suchen sie. Und auf dem Weg kommt das Nödeli mit der Liebe, weil sie von der Gesellschaft keine Liebe mehr bekommen, sondern nur noch von einem Burli in Afghanistan, der seine Familie, wo es ums nackte Überleben geht und der das Geld in Gottes Namen wirklich braucht, für das nackte Überleben. Und da spüren sie, da ist Leben, da ist einer, der nicht für das Bankkonto arbeitet, sondern für seine Kinder. Und dann seine Liebe, die ist schön. Und die vom UBS-Direktor und vom Migros-Chef, der mir 4'000 Franken im Monat gibt, das ist irgendwo eine grusige Liebe und die will ich nicht. Und weil sie keine Antwort finden, bleiben sie beim Drogen, beim Heroin stecken. Weil ihnen niemand eine Antwort gibt, sondern die einzige Antwort, die man ihnen vor den Arzt klagt, ist, das Leben hat keinen Sinn. Der Sinn vom Leben ist 42. Ha, 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 ha. Geh arbeiten, du faule Sieg. Und mit dieser Botschaft vermitteln sie, der Sinn vom Leben ist, so wie es der Paulus ein bisschen schlauer formuliert, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und ganz Europa lebt dem, der Lüge hinter drin. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist der Sinn vom Leben von einem Europäer. Und alle sollen gefälligst so leben, die ganze Welt. Lasst uns essen und trinken, die ganze Welt soll auch so reich sein wie Europa. Dann probieren wir die Bildung zu geben von Europa. Aber unter dem Strich macht man sie noch ärmer, damit Europa so leben kann. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Hure Babylon, Mysterium Babylon, die Mutter aller Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Die Frau trägt einen Namen auf ihrer Stirn. Das große Babylon, die Mutter aller Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Die Frau, die du gesehen hast, die sieben Töpfe, die du gesehen hast, sind sieben Hügel, auf denen die Frau sitzt. Und die Frau ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Gräuel auf Erden. Das ist Rom, Stadt von der sieben Hügel. Und auf ihrer Stirn steht geschrieben ein Name und ein Geheimnis.
Babylon, die Große, die Mutter aller Hurerei und aller Gräuelereien. Sie hält in ihrer Hand einen Kelch, gefüllt mit dem Blut der Heiligen, voller Gräuel. Das sind genau das Wiederbeben. Aber das sind Worte. Und die Worte, die machen Angst. Wenn man Angst hat vor dem Wort, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Wenn man vor etwas Angst hat, ist es immer wichtig, dass man genau eben mit dem, wo man Angst hat, bevor sich damit auseinandersetzt. Und eben nicht sagt, jetzt halt mal die Schnurren und verreiss. Denn dann setzt man sich mit dieser Angst nie auseinander. Natürlich macht die Wort Angst. Und dann sagt man halt Schnurren und verreiss. Das ist die erste Reaktion. Aber genau weil man Angst hat vor dem Wort, ist es eben genau wichtig, dieser Angst genau mit diesem Weg gehen und genau, eben genau zulassen. Also nochmal. Ein biblisches Prinzip von Leiterschaft, weil man ja auch ein Institut ist, das Löhne zahlt, das mit Finanzen zu tun hat, wäre in puncto Finanzen auch die göttlichen Prinzipien umsetzen, dass man mindestens den Armen besser, der Basileia, der den Armen dient, also nicht nur Brot für die Armen, sondern auch, wenn ein Mensch lebt, nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das heißt im Munde Gottes geht. Das heißt, die Leute brauchen nicht nur Brot, sie brauchen auch Weisheit. Dass man das mit dem Erstling vom Einkommen auch den Armen, durch den Armen vermittelt, nicht nur Brot, sondern dass sie können essen, sondern auch Weisheit und eben göttliche Weisheit. Und so auch ein Vorbild ist im Dienst der Nachbarn. Auch mit dem eigenen Einkommen. Und so, wenn man so ein Vorbild ist, dann lernen die Armen, die Angestellten von euch lernen das nachher auch. Wenn du in dem ein Vorbild bist, kannst du das in deinem Hilfswerk auch als Zielsetzung aufstellen. Und wenn du das nie bist, in dem ein Vorbild, kannst du es auch nicht von deinen Mitarbeitern oder von deinen Chefs verlangen. Oder verlangen kannst du seinen Weg nicht, aber du kannst sagen, hey, wie wär's? Probier es mal aus. Tu dich mit dem Blitzen, Klingen, Gewürzungen, Einkommen, die einen Weg nicht längt, wo kaum für Gassenküche längt. Tu doch mal 5% oder 10% von dem budgetieren, dass das zum Verschenken ist oder vielleicht sogar für jemanden ist, der dir die Weisheit vermittelt, wo Fahrer wäre, wenn du jemanden wüsstest, der zu dir zufriedenstellt, dann sagst du, doch, hinter dem Fahrer kann ich stehen. Und wenn man selber das nicht macht, kann man es auch nicht vermitteln, logisch nicht. Und das wäre ein biblisches Prinzip, wo dir Vorbilder sein könnten, sehr wohl. Nicht? Indem ihr euren Beitrag eben nicht nur ans Brot, ans vergängliche Brot, sondern auch ans ewige Brot. Und was ist das ewige Brot? Das ist die Geschichte, wo Jesus 5000 Liter Brot geschaffen hat. Also das, was eigentlich ursprünglich am Anfang der Teufel gesagt hat, mach's. Und er gesagt hat, mach aus dem Stein Brot. Auf Deutsch gesagt, mach einfach Brot für alle, gib allen zu essen. Ich mache einfach, dass die ganze Welt zu essen hat und niemand mehr Hunger hat, dass alle Arbeit haben, alle können arbeiten, alle wohlhabend werden. Mach doch einfach aus allen Steinen Brot und Gold. Und dann hat die ganze Welt Brot und Gold und niemand hat mehr Hunger. Und dann haben wir das Paradies auf Erden. Du bist ja Gottes Sohn, du kannst ja das machen. Mach das Paradies auf Erden. Gib allen Brot, gib allen zu essen, gib allen Wohlstand, gib allen ein Auto, gib allen ein Fernseher, gib allen 4000 Franken im Monat, der ganzen Welt, nicht nur Europa. Fach für alle Brot. Du bist ja der Sohn Gottes, also mach doch das. Und dann hast ja du auch noch Hunger und dann hast ja du noch Hunger. Und wenn du in dieser Welt das Paradies ist, hast du auch keinen Hunger mehr. Genau die Versuchung von Satan, das ist oft auch meine Versuchung, dass ich einfach nur noch Wirtschaftsförderung mache. Dann muss man die Artikel in Europa verkaufen, dass wir im Bauerstrassenmagazin verkaufen. In Nicaragua, wir müssen schauen, dass sie dort Arbeit haben. Man muss die Schuhe, die sie dort produzieren, auf Europa exportieren und Handel treiben. Das ist wichtig, dass man so etwas macht. Das ist das Brot von dieser Welt, das ist wichtig, sonst haben wir nichts zu essen und dann sind sie arm. Oder gibt es eben noch ein anderes Brot, wo Jesus sagt, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das heisst auch von der Weisheit. Und oft ist eben, wenn du so versuchst, in der Lasagne,
und versuchst im Porsche und einfach nur noch drei Schiffchen im Porsche und gehst Yacht fahren und Yoga machen und um den Bauchnabel drehen, das Leben lang nicht. Und einfach im Saus und Braus lebst und dann noch ein bisschen spirituellen Anstrich willst geben, und weil du so in dein Ego verfahren bist, kannst du nicht anders Spiritualität leben, als zwei Stunden lang die Bauchnabel anschauen, was da alles rumfuhrt. Und das nennt man dann Weisheit nicht. Das ist Weisheit für den Reichen nicht. Drei Stunden lang den eigenen Bauchnabel anschauen im Schneidersitz. Das ist eben die Weisheit für den Reichen. Und dann für das andere Brot, für die Weisheit, für das ewige Brot, das machst du gar nicht. Nicht um das sagt dieses, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort, also aus dem Mund Gottes Brot. Das heißt von der Weisheit, von jeder Weisheit, die wir im Leben bekommen, von dem lebt der Mensch genauso. Und die führt eben zum ewigen Leben. Und auch die Weisheit, die Weisheit, die ist auch von Gott. Aber die ist nicht auf das ewige Leben fokussiert, die ist auf das fokussiert, in dem Leben so etwas zu erreichen. Das heisst, in dem Leben der König sein. Und das ewige Leben, das wissen wir nicht, das zusammen, das nennt man Fuhl. Und wenn es um das Leben geht, ist man fleissig und fleissig. Und der fleissigste von der fleissigsten am Morgen 3 Stunden shoppen, dass die Firma gesegnet ist. Absolut weise, absolut schlau, absolut der König von der Weisheit, wenn es um die Welt geht. Und wenn es um die nächste Welt geht, ich tue mal 3 Stunden die Bauchnabel anschauen, was da rumfuss. Und gut ist böse und böse ist gut und es ist alles einerlei. Und das nennt man Drecksfuhl. Drecksfuhl. Fuhl und böse ist das. In Bezug auf sein nächstes Leben. Fuhl und böse. In dem Bezug ist man fühler als faul und böser als böse. Man nennt das Gute böse, man nennt das Böse gut. Das ist böse und faul. Weil man nicht nachschauen kann, was böse und was gut ist, weil man zu faul ist dafür und zu böse. Weil man das Böse nicht im Not in Frage stellen, weil man dann sich selber muss in Frage stellen. Und für das ist man zu faul. So. Inklusive ich bin nicht besser, keine Spur. Keine Spur besser, aber so läuft es nicht bei uns allen. Und da, liebe Leute, müssen wir auch, wenn wir die Autorität ausüben, man muss nicht, man muss gar nicht, aber wenn wir das Sagen wollen, und das Sagen ist das, was zählt, ist das Einzige, was zählt, das Sagen über dein Leben, über deine Kinder, über deine Familie, über deine Nachkommen, das Sagen. Man sieht es bei uns nicht. Das war einer, der ganz radikale Nachfolge gelebt hat, ein Kurt. Und das wusste der Abraham, der zuerst Abraham heisst, ist ein Kurt, nicht ein Israel, ein Kurt. Und der hat gesagt, sorry Leute, was machen wir, was wir machen? Ich mache hier nicht mehr mit. Für was das alles, das Theater, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Es muss doch eine Antwort geben. Nicht 42, nicht essen und trinken. Tu, was du willst. Genieß deinen Tag, Karte. Es muss doch eine andere Antwort geben, als lasst uns essen und trinken. Und dann kommt die Antwort. Gang in die Wüste, gang weg von da, gang in die Wüste, wie bitte? In die Wüste geht es noch, aber dann habe ich doch kein Auto mehr, aber dann habe ich doch kein Haus mehr, aber dort ist es doch kalt in der Nacht. Gang in die Wüste. Was? In die Wüste? Ja, aber nur wenn der Lot mitkommt und nur wenn alle meine Kamele mitkommen, gang in die Wüste. Und dann geht er in die Wüste und dann kommt etwas über, eben nicht ein Ferrari, eben nicht ein Kebabstand in Europa, so wie die anderen von seinen Cousins, nicht? Dann kommt ein Segen über, dann heisst es da oben, Sterne im Himmel oben, siehst du? Siehst du Sterne? Du bist gerade frisch eingeliefert, gekocht in meiner Psyche. Jetzt lässt das Buch auf, das unheimliche Buch, das Wahnsinnsbuch, der Baum vom Leben. Jetzt lässt das Buch auf, das Buch vom Leben. Jetzt lässt es auf und es steht wie viel. Ja, aber dann, schau mal die Sterne, siehst du sie? Siehst
festen Sternen. Wenn ich da nicht mehr schaue, so viele Kinder, die stehen nicht oben. So viele Kinder, die da sind. Du wirst essen, du wirst schon seit vielen Jahren. Ich bin da über die und du erzählst mir, so eine Scheisse, das Stern, ich bin doch nicht der Abraham. Das ist der Abraham, ich bin der Psycho-Arschloch vom Dienst. Und du erzählst mir etwas, der Stern, du Arschloch da oben im Himmel. Und du nimmst den Baum vom Leben und schmeißt ihn dann noch an. So, ja, und ich bin halt dann in Gottesdienst, komm, schweiss dran, also dann mal. Und da kommt irgendeine Theologie-Fuzzi-Pfarrerin, erzählt, ja, der Abraham, der hat gerade die Sterne angeschaut. Mir geht es nicht so viel. Ich bin der, jetzt kommt das schon wieder. Und dann ist dann wieder die Sterne. Oh, ich bin nur nicht immer. Also dann halt den Mensch mit den Sternen, also dann lieber halt ein paar von den Sternen. Irgendwann schaffst du in einem Altersheim und das Altersheim heisst Sternenhof. Dann musst du die alten Sterne ein bisschen abstellen, dass sie dann ein bisschen glänzen. Und dann singst du dann ein Lied im Altersheim. Der Dunst der Welt, schön schlägt er in die Welt. Und dann fragst du mal zu einem, denkst du, wir haben doch hier einen lässigen Verein gestanden, und wir haben ja auch viele Finanzen. Irgendwann, auf das Nicaragua kommt, dort wo ich so eine Karte so habe, ich mal dort, da könnte der Chef und der Alter sein, die in der Stiftung, und da könnte vielleicht mehr Geld haben. Sternen aufzunehmen. Dann fragst du einen Brasilianer, vielleicht hat er gesagt, du, was heisst Sternen auf Spanisch? Dann sagt sie, es dreht das Brasilianer. Das ist ein schöner Name, aber leider falsch. Sterne auch heißt nicht das Trailer des Finanzen. Also das wäre ein Sternenhof. Ich würde sagen, es wäre ein Schof. Aber es heißt nicht Sternenhof. Sternenhof heißt. Sternenhof, Casa de Esperanza, weißt du nicht, wie man so übersetzt, wo man das Hof heißt. Patio de Esperanza. Patio de Esperanza, Sternenhof. Was heißt denn? Patio de Esperanza. Also, welcher Name wird sie Patio de Esperanza? Sie sagt, es ist Patio de Esperanza. Das fahrt ihn. Irgendwann sagen alle, du spinnst, du bist ein Blöder, das ist nicht Gottes Wille, dass du auf Nicaragua gehst. Du gehst in die afrikanische Hilfe und sagst, hey, ich gehe auf Nicaragua, ich gehe auf Nicaragua. Und dann fährst du von Kilian und sagst, also wenn man sich Fisch nennt und wenn man wiedergeboren ist, dann werden wir das also mehr sehen. Und du bist ein Versager, du bist ein Arschloch und du wirst nie glücklich werden in Nicaragua vor der ganzen Welt. Und du hockst da, bist ein Säufeli Asche, bist am Boden zerstört. Und du gehst heim und jeder Christ sagt, du spinnst, du hast Psychose, du musst in der Schweiz bleiben, das ist gefährlich auf Nicaragua, du musst da zu backen, dir geht niemand an. Das kannst du nicht, das kannst du nie, du wirst nicht glücklich dort. Die ganze Christenheit von der Schweiz, jeder Pfarrer. Und du gehst heim und sagst, ja, dass alle Christen sagen, dann wird das schon das sein, was Gott sagt. Und also dann bleiben wir halt in der Schweiz. Dann fährst du zu den Eltern heim und dann kommt eine Familie dir entgegen auf der Velo. Oder der Vater mit Velohelm und dann die Mutter mit Velohelm und dann die zwei Enkel mit Velohelm. Und dann denkst du, also lieber Vater, ist das, wo du eine Vorstellung hast, wie ich die nächsten 40 Jahre selber.
wenn ich die nächsten 40 Jahre eine Familie gründe in der Schweiz und dann damit alle zufrieden sind und ja niemand Angst hat und man ja nicht ein bisschen mehr Krankenkassen müsste zahlen, dann am Sonntag aus einem doofen Plastikhelm haben, wenn ich doch weiss, dass neben mir zwei riesige Schutzengel sind, die viel besser aufpassen als der Passär durch meinen Kopf, der tote Baum auf meinem Kopf. Und dann noch meine Frau auch noch selten einen Velohelm anlegen, weil sie Angst hat um ihre Kinder und hat das Vorbild, sie in Plastik verkauft. Dass die Plastikindustrie, die ja auch von Basel reinkommt, dass das noch ein bisschen besser läuft und einen besseren Velohelm verkaufen kann, dass der Veloverkäufer, weil ich sehe, nachher das Glück können rumfahren, nicht mehr so dumme Sachen muss verkaufen für die Schweizer, die alle so eine dumme Sache verkaufen wie einen Velohelm. Und dann die zwei kleinen Kinder auch noch so ein Seil lernen, weil man in der Schweiz einfach am Laufen hat, so Seil kann. Die Velohelm und Hundeleine haben nicht an den Baum bis. Und alles, was Gott geschaffen hat, verbietet und Veloleine und Velohelm. Also im Paradies ist keiner mit Velohelm gefahren. 2000 Jahre lang sind sie nicht mit Velohelm gefahren. Aber der Schweizer weiss es besser als Gott. Ich kann nur mit Velohelm fahren, weil man das so muss. Nicht, weil man so dumm muss sein, weil man einfach nicht sieht, dass nebendran hängen steht. Und viel stärker ist es jeder Velohelm und wenn der Rennen nicht aufpasst, einer Weg gegen eine Betonwand fährst, Helm hin oder her. Und es eigentlich gescheiter wäre, von einem Vertrauen als auf ein Stück Plastik. Ist Plastik, Plastik früher oder später kaputt geht und der Rennen wird. Und ist das die Vorstellung, dass ich so leben soll, mit dem Velohelm meiner Frau vorausfahren und meine Kinder so eine Seichtung bin? Also, lieber Gott, dann habe ich eine Depression bekommen. Ich bin so traurig, weil ich so geheilt fahre, nachdem ich meine Eltern besuche und denke, also wenn ich jetzt eine Depression bekomme, will ich in dem Land ausbleiben. Das kann nicht sein, dass wegen Gottes Wille ich in eine Depression komme. Das ist nicht Gottes Wille, dass ich mit auf Nicaragua gehe. Egal, was der Pfarrer sagt, und Fritzl und Hansl und Schöfli, Fritzl und Hansl und Zettel und Heiligen Antonius und Heiligen St. Blasius, wir haben Weis machen. Entschuldigung, wenn der Jesus sagt, gang, und die ganze Welt sagt, gang nicht. Und jetzt ist es halt gegangen, ich habe die Entschuldigung hier, dass ich auch Entschuldigung hier bin, aber ich muss machen, was ich muss machen. Sorry, aber ich bin nicht gegangen. Ich bin gegangen nicht. Ich denke, ich wollte etwas anderes erzählen. Etwas anderes erzählen, wir haben es bereits 2 Stunden in Sozial los, es tut mir leid. Können Sie auch später verschieben, man kann das Video jederzeit unterbrechen, dann werde ich die ganze 2 Stunden zweimal hören. Eine lange Geschichte heisst, mein Herz ist voll mit Geschichten, zum Beziehen, die Aufgeschichte zu erzählen, rührt das nicht mir sind. Aber was habe ich wollen auf uns? Mit welchem Wählen hätte ich nicht wollen wählen. Ich glaube, es ist darum gegangen, dass man den sogenannten Randständigen, eben das, was eben die Schweizer Gesellschaft mit den Randständigen machen wollte, mit den Drögeln und mit den, eben denen, die sie bis müssen verkaufen. Natürlich ist das Ziel, dass die finanziell wieder, dass denen wieder besser geht, ohne dass sie sich wieder Wohnungen leisten können, dass sie wieder finanziell unabhängig sind und nur noch Sozialamt nehmen, logisch. Und auch, dass sie wieder in der Arbeitswelt stehen. Logisch ist das Ziel, aber mit dem, dass man ihnen eben nur das Brot gibt, und eben nicht die Weisheit, eben nicht der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das heißt, niemand Gott uns gibt. Wenn man das macht, wenn man den Menschen nur Brot gibt, dann führt man sie zu dem zurück, dass sie einfach wieder ein Vorzeige, funktionierender Vorzeigebürger werden in dieser Gesellschaft, obwohl sie einen viel grösseren Reichtum haben, was der Durchschnittsvorzeigebürger von dieser Gesellschaft. Und dann sagt natürlich der auf der Straße, geht es eigentlich noch, ich soll meinen Schatztruhe für eure Vollflieger wieder hergeben. Ich soll für euch den Vollflieger nehmen, damit ich meine Schatztruhe wieder aus dem Boden vergraben muss und euren Vollflieger wieder muss fressen. Ich habe doch eine Schatztruhe und wenn ihr das nicht begreift, entliere ich bei meiner Schatz und will ihnen eben niemand die echte Schatz geben und auch nicht will geben,
liegt es bei dieser Schatztruhe Heroin? Oder bei dieser Schatztruhe Strassenmusik machen? Oder bei dieser Schatztruhe um die Welt umreisen als Backpacker? Und es kommt niemand zu der echten Schatztruhe, weil man die in der Schweiz und in Europa am Laufmeter an ein Kreuz nagelt, die echte Schatztruhe, sodass sie niemand mehr findet. Und das ist natürlich der Punkt. Und da muss man Vorbild sein in Gottes Namen. Wenn man ein Lieber sein will, dann muss man ein Vorbild sein in einem Lieber sein. Und ein Lieber sein ist man ja, indem man mit dem Nachbarn ein Lieber ist. Aber nicht indem man ein Nachbarn ein Lieber ist und dem Nachbarn sagt, schau, da hast du fünf Lieber, aber dann bitte um Himmels Willen, so wie ich auch bitte, ja nie in 10 Jahren in den Himmel. Oder lese bitte in 10 Jahren ja nie die Bibel, sondern lese bitte den Nietzsche und den Marx und den Lessing und den Steppenwolf und was weiß ich, was man da noch alles kann lesen. Und bitte mach es ja nie so, dass der Salomo Gott kann lesen oder der Elia oder der Abraham oder der Mose oder der David oder irgendeiner von diesen Dingen. Ihr lest bitte ja nicht von dem komischen Baumbild in Israel, sondern lest bitte die von den Germanen oder die von den Aschkenasen, von den Russen oder die von den Chinesen, nicht von den Mini oder von den China. Aber bitte nicht die von dem Kurto, von dem Abraham, bitte an die Weisheit, bitte nicht lesen, verschonen uns alle von dieser Weisheit. Und bitte, machen Sie bitte auch so wie ich und könnt das Buch nie lesen. Das ist das, was ein Vorbild ist. Wenn man am Samstag geht surfen und in die Disco, ist man nicht ein Vorbild für Zubringsverkäufer, dass die nachher auch in die Disco und können surfen mit dem bisschen Geld, was sie verdienen. Und wenn man geht die Bibel lesen, ein Vorbild, ist man ein Vorbild, dass man die, die können Zubringsverkäufer auch ein bisschen Bibel lesen. Vielleicht auch nicht, aber man ist ein Vorbild. Man ist im Leben immer ein Vorbild. Egal, ob es einem passt oder nicht passt. Und wenn man Leiter ist von einem Hilfsweg, muss man schauen, dass man ein Vorbild ist, weil man die Schäufe in eine Richtung führt. Und wenn das rum ist, gehen wir joggen, damit ihr Geld habt. Wenn man eben selber nur über das Geld lebt, dann ist man kein Vorbild. Und dann werden die Schäufe nie, so wie du über joggen, werden nie ein Sozialarbeiter, der noch im Südpreis schafft, das wirst du nie schaffen. Auf einem Südpreisverkäufer einen Sozialarbeiter machen, der im Südpreis schafft. Weil das Fundament von dem, was du Vorbild bist, verfault ist, weil es der Mammon ist. Und weil das die auf der Straße viel besser spüren und unterscheiden als du. Und weil sie eigentlich für dich ein Vorbild sind, weil du eigentlich von denen müsstest lernen, aber es auch nicht kannst, weil du als Weisheitsvermittler denen eben die Weisheit auch nicht vermittelst, sodass sie es auch nicht haben. Und sie dir aber die Weisheit von der Strasse vermitteln und du von dieser Weisheit lehrst. Aber die letztendliche Weisheit vom Baum, vom Leben, weil die keiner hat. Und keiner das Buch vom Leben kennt. Eures Heftchen ist ein Stück vom Buch vom Leben. Ein Stück, da ist das Buch vom Leben drin. Aber beim Salomo ist noch viel mehr vom Buch vom Leben drin. Bei Jesus selber, beim Johannes-Evangelium, ist massiv viel mehr vom Buch vom Leben drin. Und Jesus hat auch so gelebt, wie er die Straße verfolgt. Aber nicht nur, er hat auch 10 Jahre als Zimmermann auf der Baustelle geschafft. Und nachher 3 Jahre so wie er in der Straße. Jesus kennt beides. Er kennt die Weisheit von der Baustelle, vom Büro und die Weisheit vom Bergli oben und mit dem Bergli schlafen und dann immer zu Mittag essen und ein bisschen umwandern. Er kennt beide Weisheiten. Und darum ist seine Weisheit nicht. Und da könnte man davon lernen und man kann es auch bleiben lassen. Wenn es jetzt doof ist, und es wäre wichtig, Weisheit ist das Kostbarste, was man im Leben erwerben kann. Darum ist es auch wichtig. Aber man kann die Weisheit verachten und sagen, das will ich nicht. Ich will es nicht. Dann muss man mit den eigenen Ratschlägen das Leben gehen. Die sind nicht immer falsch, die sind auch gut, aber die richtige
sagt, wäre besser. Kommt man weiter im Leben, aber das heisst, kommt man weiter. Oft geht es spät ab. Wenn man weiter von dort vor, geht es oft sehr spät ab. Ja, eben. Nochmal, wie wegen Finanzen nochmal. Das ist eigentlich immer das, was ich auf diese Woche. Finanzen. Also. Erstens mal, eben die Zehnte oder 5%, das wäre das Prinzip, um ein Vorbild zu sein mit Finanzen. Das hat auch noch andere Gründe. Gott braucht das Geld nicht. Natürlich, wir als Bodenpersonal, wir sind arme Sieger. Das Geld mit Kunden sind wir eben arme Sieger. Aber um das geht es Gott nicht unbedingt. Weil Leidenschaft immer auch Autorität, wenn sie das Bodenpersonal arme Sieger sind. Gerade eben dann sind sie auch stark. Und wenn sie im Überfluss leben und im Geld schwimmen, dann sind sie eigentlich. Dann sind sie heuchlerische Herdöpfelsäcke, die man nicht brauchen kann. Von dem her ist es nicht schlimm, wenn viel arm ist. Also Gott braucht das Geld eigentlich nicht. Aber es geht noch etwas anderes bei dieser grossen Rückkehr. Warum? Jetzt von Gott in seinem Gebot eine verordnete grosse Rückkehr. Es geht Gott nicht so sehr um das Geld, sondern es geht ihm um dein Herz, um deine Autorität im Leben. Das heisst, wenn Gott die Grosszügigkeit verordnet, es ist wie wenn er würde sagen, geh jeden Tag eine Stunde joggen. Und dann kannst du einmal im Weltmeisterschaftsteam der Fußballmannschaft von Brasilien mitspielen, wenn du jeden Tag joggen kannst. Kannst du das vielleicht einmal. Wenn du aber nur alle halb Jahr, 5 Minuten gehst joggen, dann kannst du, Entschuldigung, aber dann kannst du nie an einer Weltmeisterschaft im brasilianischen Fußballteam spielen. Und wenn du wirklich etwas erreichen willst, in puncto Fußball, dann geh bitte joggen jeden Tag. Das gleiche gilt in puncto Barmherzigkeit und Grosszügigkeit. Wenn man in puncto Barmherzigkeit und Grosszügigkeit auch in puncto Finanzen will, in der Weltmeisterschaft mitspielen, was man ja nicht muss, aber das wäre nicht schlecht, wer weiß. Und einmal als Schaltjahr geht es joggen, das heisst, einmal als Schaltjahr ein 5 Liter in ein Kästchen schmeißt, irgendwo in einer Kille oder in einem Bettler und in einem Obdachlosen ein 5 Liter gibt. Und das ist nicht das Gleiche, wie einfach einen besseren Lohn organisieren oder schaffen, dass sich das Heftchen besser verkauft, dass die Leute mehr Arbeit haben. Das ist etwas völlig anderes. Sondern wir reden jetzt von Spenden, zwar von deinem Geld, nicht organisieren, dass die anderen mehr Geld haben, sondern von deinem Geld, wo dir wirklich gehört, nicht jemand anderem. Von dem Geld einmal 1000 Noten eingeben. Oder von dem Geld mal ein Patenkind in Afrika unterstützt. Oder von dem Geld mal eine Kirche, Gottes Namen, eine Kirche hin, Missionsgesellschaft Basel, Basel-Mission, einmal ein bisschen spenden. Und dann wird es ein bisschen weh. Autsch, das Geld brauche ich doch auch. Die machen doch nur Seich, das ist doch eine Kirche, es kommt doch nicht an. So ein Seich unterstützt doch nicht. Autsch. Und da über den Schatten stimmen. Und das ist eben Gott, das ist eben schwer. Wieso gibt er einen Verordneten, so wie seine Zehnten? Weil er genau weiss, damit du etwas kannst machen, musst du es üben. Damit du dein Geld kannst weggeben, wo Gott dir sagt, geben ist seliger als nehmen. Wenn du das nie übst, dann wirst du das nie können. Dann wird alles Geld, das du verschenkst, auf dein Bankkonto gehen. Dann wirst du es immer deiner Bank verschenken. Denen, die Geld brauchen von der Bank, denen schenkst du nachher dein Geld. Die, die arbeiten, so wie du, dann schenkst du dein Geld immer denen, wo es rechtmäßig zusteht, die arbeiten dafür und auf die Bank gehen zum Kredit gehen und dann gibst du dein Geld aufs Bankkonto, damit die, die für dein Geld brauchen, auch arbeiten und von deinem Geld den Kredit können haben und es dir auch wieder zurückzahlen. Dann gibst du Geld und dann hoffst du, dass du es wieder zurückbekommst und dann bleibt es auf der Bank und dann hat niemand mehr etwas von dem Geld. Weil alle hoffen, dass sie es wieder zurückbekommen, liegt es irgendwo in einem Tresor. Und alle müssen die Zinsen hinter 3 Säcklen und 6 zahlen. Weil sie es nicht mehr gönnen, weil man das nie geübt hat.
jemandem Geld geben, ohne dass man Zins dafür bekommt, der Kirche Geld geben, ohne dass man von den vielen Zinsen bekommt. Man kommt natürlich von den vielen Zinsen über und Gott kommt auch Zins über. Man kommt Predigten über und Weisheit und ein Buch, wo alles drinsteht, wo man das Wissen im Leben muss. Das kommt man über. Und darum hat Gott das Gebot eingerichtet, dass man das üben kann. Am eigenen Geld nicht festklammern, sondern das Geld können loslassen. Institutionalisiert durch das Zentrum, das Geld können loslassen. Und ob man Pfarrer oder in einer Kirche oder in einem Hilfswerk oder irgendwelchen Kindern in Afrika oder einem Kinderheim gehen, wo etwas ganz Tolles mit dem Geld macht und institutionalisiert. Und wenn man das macht, was ihr ja vielleicht auch macht, ich weiß nicht, wie viel ihr spendet, ich weiß nicht, wenn ihr spendet, vermutlich nicht in einer Kirche. Nicht? Und dann sind wir natürlich, wenn ihr spendet, in dem Sinne auch ein Vorbild für eure Schäfer, in Anführungszeichen. Aber wenn es eben nicht eine Kirche ist, wenn es eben ein Hilfswerk ist, tun wir euren Schäfchen immer noch nur das weltliche Brot vermitteln. Das sind auf einer höheren Weisheit, wenn ihr Hilfswerk unterstützt und eure Schäfchen das nachher auch machen, da kommt man Liebe und Gebet dafür, aber man kommt noch nicht wirklich die volle Weisheit. Die volle Weisheit ist in diesem Buch, auch nicht für die Pfarrer, auch nicht für jeder Kirche, aber in diesem Buch ist sie. Und wenn ihr das Buch einem Schäfchen vorenthalten, dann sagt Jesus eines Tages, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. Die sind Schriftgelehrte, die haben ein Sozialarbeiter-Diplom, die sind Schriftgelehrte. Wir sind Pharisäer. Und dann sagt Gott, die das Himmelreich so schließt vor den Menschen. Wir machen ganz viel für die Armen, die suchen das Himmelreich zu öffnen. Aber jetzt kommt, warum? Warum schließen das Himmelreich zu vor den Menschen, wenn die alles so liebe Sachen machen für die Armen? Warum denn? Ihr selbst geht nicht hinein und ihr hindert auch die, die hineingehen wollen. Das heisst, die, die wollen aussteigen aus dieser Gesellschaft, die suchen dir wieder zurückzuziehen, dass sie wieder ein Zahnrädchen sollen sein in dieser Gesellschaft. Dass sie wieder ein bisschen Geld haben und wieder funktionieren in der Gesellschaft. Und wieder, obwohl sie über die Weisheit von der Gesellschaft rausgewachsen sind, daraus rausgekommen sind, wenn sie wieder zurück ins Gefängnis von der Weisheit von der Gesellschaft wieder zurückführen ins Gefängnis. Und da sagt Jesus, welche Schriftgelehrten Pharisäer, die das Himmelreich zuschließt bei den Menschen, die sind auch auf der Suche nach dem Himmelreich. Und euer Rezept ist, wir helfen allen. Und dann kommen wir alle zusammen ins Himmelreich und Gott sagt, damit du die Leute ins Himmelreich kannst führen, nützt es nicht, wenn du dem Bruder den Splitter aus dem Auge hast und bei dir ist der Balken im Auge, dass du gar nicht im Himmelreich bist und ein Mammondiener bist und du willst einen Bruder, der nur noch einen Splitter vom Mammondiener aus dem Auge hat, oder den Splitter rausziehen und siehst nicht, dass du so ein Sklave vom Mammon bist, wie ein schlimmerer Sklave nicht sein kann. Und du selber gehst nicht ein, anerkennst nicht, dass dein Leben ein Geschenk war und ist und dass du das nicht einfach aus der Mutter Erde oder vom Staub oder vom Zufall oder vom väterlichen Staat oder vom irgendeinem Sperma oder von irgendeinem Frosch oder von irgendeinem Dinosaurier oder von irgendeinem Aff oder von irgendeinem Neandertaler oder von irgendeinem Dabelfisch in Dabelsatz geschenkt und bekommen hast, sondern dass der in Gottes Namen einen anderen Namen hat, nämlich ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Ich habe keinen Namen, ich bin weder der, ich bin weder der Apf, ich bin weder ein Andertaler, noch der Staub, noch Mutter Erde, noch der Manitou vielleicht schon eher. Also bin ich vielleicht sogar der Manitou, der bin ich vermutlich. Noch ein Feuer oder was auch immer. Ich bin der, der ich bin. Was willst du mir ständig einen Namen geben und sagen, ich sei der Neandertaler gewesen und ich werde der sein?
wo ich werde sein, du wirst mir begegnen, irgendeinmal wirst du wissen, wer ich bin, wo da ständig dir ins Ohr flüstert, mach es doch so, probier doch mal so, und probier doch mal so, und dann du sagst, ich habe so eine gute Idee gehabt, das gar nicht deine Idee war, es war nie deine Idee gewesen, die Idee ist dir immer schon zugefallen, das bist nie du gewesen, wo du so tolle Ideen gehabt hast, von deinem super Sozialarbeiter-Diplom, so super Ideen und Konzepte, und das weiss ich, was du alles willst verbieren, weil ich gotteslästerliche Namen meiner Weisheit gebe, dass du meine Weisheit als Konzept bezeichnest, das ist gotteslästerlich. Ich kann sagen, dass ich auf deinem Bockmist gewachsen bin. Das, was ich schon längst vor Milliarden von Jahren erfunden habe, für dich. Und dann das als Konzept bezeichnen. Ich, die Weisheit. Das ist ein lästerlicher Name für die Weisheit. Konzept. Das bedeutet, dass du der Cäsar bist und ich ein Null. Ich, die Weisheit. Nicht wahr? Also, egal. Ja, egal. Nicht? Und dann, Moment, schon wieder die Frage verloren. Und dann wäre eigentlich die Idee, dass du mit, durch das, dass du von mir Autorität bekommen hast, über Menschen zu führen und Menschen anleiten, eben nicht die Idee ist, dass du die Menschen zurückführst zu der Geldanbetung, zurückführst zum Zahnrädchen, der dafür sorgt, dass Europa noch für das Geld bekommt, dass Europa noch mehr Geld dient. Dass noch mehr Geld in Europa ist, dass sich jeder eine schönere, noch eine schönere Wohnung leisten kann. Dass noch mehr Teppiche von Marokko in Europa rumliegen. Noch mehr chinesische Winterjacken. Noch mehr Hände. Das ist eben nicht das Ziel, dass mit deren Autorität, die du von der Weisheit bekommen hast, du die Armen und Schwachen in so einen Schwachsinn zurückführst, wo sie doch weiser sind als du. Sondern das Ziel ist, dass du mit deren Autorität, die du über die Armen und Schöfli hast, die Schöfli zum Hirt führst, du als Hirt, und eben nicht zum Bock. Nicht? Und dann sagst du eben, ich habe keinen Bock. Obwohl du eigentlich den Bock schon immer gehabt hast. Obwohl du schon immer zum Bock hergeführt hast. Und jetzt hast du noch, ich habe keinen Bock. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Schaf und einem Bock. Ein Bock sagt immer, ich habe keinen Bock und führt immer zum Bock. Und ein Schaf sagt, ja also, es ist mühsam, ich habe keine Zeit, aber also schauen wir es heute mal an. Der Hirte sieht, man soll es so machen. Weisst du, ich wäre auch gerne Hirte, aber es ist mühsam. Der Hirte hat immer recht, ich würde gerne nur Gras fressen. Der Hirte sagt immer, blablabla, komm Schöfli, blablabla. Mühsam, ich wäre auch gerne nur ein Schaf, der heute fressen. Ich würde es auch gerne so machen wie der Bock. Ich wäre gerne der Sieben, sich und der Chef. Er muss immer Schöfli sein, weil der Hirte eine andere Richtung hat. Ich wollte genau die Richtung, die du auch willst, wenn du es im Herzen hast. Ich will genau die Richtung, aber der Bock macht es auf die eigene Tour und Schöfli macht es auch auf die eigene Tour mit dem Hirten zusammen. Ja. Und das Ziel wäre, die Schöfli, die Surprise-Verkäufer zum guten Hirten zu führen. Und was sagt der gute Hirte oder der gute Hirte? Er sagt, wer in den Schafstall geht, wer Leiter ist, wer Autorität hat im Leben und sich um die Schafe kümmert. Was auch richtig ist, was auch lässig ist, was eine super Sache ist, aber nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern durch das Fenster. Dass nachher die Schöfli wieder im Geldzählen dienen. Wenn das zielsetzig ist. Und eben nicht durch die Tür, nicht dass die der Weisheit zählen dienen. Und im guten Hirn, wer dann nicht durch die Tür geht, sondern jemand anders hier steckt, das Fenster, das ist ein Tier und ein Räuber. Man sagt, der Hirt, ich, der Hirt, bin die Türe zu den Schaf, zum Schafstall. Ich bin der Hirt und die Schafe gehören mir. Und weil ich diesen Schaf einen Stall gemacht habe, stand ich, der Hirt, bei dieser Türe. Und darum bin ich die Türe zu diesen Schaf und zu dem Stall, weil das meine Schafe sind. Und ich der Hirte bin. Und wenn sich einer um meine Schafe kümmert und bei mir durchs Fenster in den Stall kommt und nicht durch die Tür bei mir
durchgeht und sagt, darf ich bitte mich um deine Schaf kümmern? Und ich sage, ja, logisch, darfst du. Sondern sagt, ich komme, das sind arme Schaf, die müssen Geld haben. Denen muss man Geld geben und die müssen auch wieder so ein Geldknecht werden wie ich. Die müssen zurückkehren in mein System vom Gelddienst. Und durchs Fenster einsteigt, sagt, ich helfe diesen Schaf, ich schaue, dass die wieder Geld haben, dass die wieder Brot von dieser Welt haben und dass sie auch wieder nur sich mit dem Brot zufrieden geben, so wie wir alle. Und auch wieder nicht mehr nach der Weisheit fragen. Und er sagt, hier, Entschuldigung, die Schafe brauchen Weisheit und dann Brot. Aber zuerst Weisheit. Und für das brauchen sie Vorbilder. Und ein Vorbild kann nicht durchs Fenster einsteigen zu den Schafe, durch den Mammon, durchs Geld. Ein Vorbild muss bei mir vorbeikommen und fragen, darf ich ein Vorbild sein? Das sage ich immer ja, wenn einer das will. Aber bitte mit mir zusammen, mit dem Hirt. Und dann sagt er, schau jetzt, der gute Hirt. Was ist das Merkmal von einem guten Hirte und von einem schlechten Hirte? Der gute Hirte, der nicht ein Dieb ist, der lässt sein Leben. Der Schaf kassiert nicht 4'000 Franken im Monat. Und Schaf nimmt 2 Franken pro Stunde Schaf. Und klebt sein Sozialarbeiter-Diplom an der Wand. Der Mietling, dem, der die Schafe nicht hört, sie sieht den Wolf kommen. Was sie bitte? Ich sehe da sehr ehrenamtlich an. Und was, oder nur für einen Zehnten. Das heisst, dass wir nur einen Mitarbeiter können anstellen auf 10 Verkäufer. So dass wir auf 10 Verkäufer einen Journalist oder einen Mitarbeiter dürfen anstellen. Und den Rest müssen die Verkäufer selber abwickeln, schreiben. Verkäufer selber arbeiten, dass der Kader lacht. Und einen können wir anstellen, der verwaltet auf 10, so wie es der 10. eigentlich hat die Idee ist. Und nicht 6 Mitarbeiter auf 8 Verkäufer, die dann noch 7-mal mehr verdienen. Das macht der Mietling, der dann gehört die Schafe nicht. Und der sieht den Wolf kommen, der sieht, oh was, aber dann bin ich noch ein Sohn. Ich bin so verwundert. Nein, das macht mir Angst. Das macht mir Angst, der Abdruck, das ist ja ein böser Wolf. Ich muss die Krankenkasse haben, meine Kinder müssen auch Sozialarbeiter studieren, meine Kinder müssen auch ein Auto haben, meine Kinder müssen auch ein 3. Jahr studieren. Das kostet Geld. Ich habe den Wolf nicht in die Gegenstunde. Da muss ich absacken. Und dann sterben mit meinem Schöpfchen. Hauptsache, ich kann mir nicht. Schöpfchen. Und dort sind aber sterben soll. Hört sich nicht sterben. Das macht der Mietling. Und der Gute hier sagt, meine Schafe haben Hund. Ich habe Geld. Ich könnte mir eine Wohnung leisten. Ich könnte jeden Tag ein Stückchen essen. Mit denen 1200 Euro. Ich könnte in jedem Restaurant essen. Ich könnte vielleicht sogar einmal alle 3 Monate die Sockenträgerin essen. Ich könnte ins Sodhaus tanzen. Oder ich könnte im Notenengel essen. Oder ich könnte mir einen schönen Teppich kaufen im Brocki für meine Wohnung. Oder einen Stuhl oder einen Tisch. Oder bin ich schon verdammt. Ich finde das Boss. Mir ein Hund leisten, mir ein Bett leisten, mir 2 Händchen leisten. Immer noch den Engel gehen essen für 10 Franken oder 15 Franken. Das sind die Hirn von meiner Schäfli, die mir vom Bettplatz genommen haben, damit sie brauchen, um zu essen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und meine Schäfchen, die das Leben lang müssen auf der Straße schlafen, auf einer Kartonschachtel. Und jetzt haben wir hier ein Häuschen finanziert.
Es hat in Gottes Namen nur zwei Doppelbett, die wir gespendet haben. Da haben das Land für vier Personen. Und wir sind sattenhöch. Und wer schluchtet sie in dem Doppelbett? Wer nicht? Ich würde gerne noch so gerne. Ich würde auch in dem Doppelbett schlafen. Aber die haben das Leben lang in vier Böten. Und ich habe das Leben lang in der Mutterschiebe. Das hat mich bewiesen, da muss ich nicht schlafen. Ich in dem Doppelbett schlafen und der andere auf dem Steinboden schlafen. Weil das Leben ist ja so in einem Karton schlafen. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, in Gottes Namen, ich hasse das Bett. Und ich war kalt an den Händen, ich habe schon einen Hunger da in der Schweiz. Und ich habe nicht mehr Wald, dass du dich eben oben weh, aber ich kann nicht anders. Ich kann keinen Lohn von 4000 Franken kassieren und nicht hier eine Wohnung nehmen. Und meine Frau mit euch in die Schweiz holen und sagen, wir brauchen den Kindern eine gute Zukunft, eine gute Ausbildung. Ich will das Gymnasium können gehen, damit sie auch mal im Geiz so freuen, wie wir alle hören. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht, dass wir dir alle können. Wenn man Jesus mal kennengelernt hat, wenn man mal anschauen, in der Fantasie, das kann jeder. In der Fantasie, die meditieren und immer noch mal den Bauch anschauen, oder die meditieren, schauen die Klippe mal in den Anschluss, und sagen, das ist genau das Gleiche. Du kannst in der Lehre alles anschauen, kannst den Bauchnabel anschauen. Aber wenn du den Bauchnabel hast, können wir uns ein Jahr lang vier Stunden anschauen, dann bitte, bitte schauen mal den an. Wenn er zwei Balken hat und er 10 Jahre lang das Cinema an diesen Balken gekoppelt hat. Und dann haben sie ihn selber dran geraten und dann haben sie ihn ausgepeitscht. Er hat nicht einen schönen, friedlichen Körper gehabt, er hat einen friedlichen Körper gehabt, voller Striemen und Wunden und Blut, wo Fleischfetzen runtergegangen sind. Und zwei Nägel sind in den Händen gewesen, wo unsere Füße sind sehr wenig gewesen. Und auf dem Kopf hat mir das Rädchen gehabt, ich bin ein Frosch gesehen, ich bin so zu allen beiden Schuhen. Bitte küsst mich, dass ich dein Prinz werde. Und ihr seid das verschleifen und ein schönes Leben an der Waschmaschine und an der Abwaschmaschine. Es war so ein Frosch gesehen, ich sehe mich nur an. Ich habe die Dornen abgeschnitten von den Streichern, die haben so lange die Dornen gehabt, die Dornensorten. Und dann musste ich sie dann erschrohnen und stecken, dass ich noch das Leben geschleppt habe. Und du, Matthias, mir hat dann gesagt, dass ich das Arsch ja. Wir haben das Leben gesagt, von dem Arschloch lebe ich nicht, mit dem Arschloch lebe ich nichts zu tun, ich habe alles, aber nicht mit dem Arschloch, der verraten hat. Das Arschloch geht zu dem Gang hinein, ich gehe zu den Sozialarbeitern, ich gehe zu den Psychiatern, ich gehe zum Dawkins, ich mache Wissenschaft, ich mache Philosophie, ich lehre alles, was man lernen kann, aber von dem Arschloch, der verlassen, von dem will ich nie etwas lernen. Das haben wir nur noch mit dem Schießbodenpersonal. Ja, wir sind das Schießbodenpersonal. Ich weiß, ich bin nicht der Mensch, der ich denke. Ich bin nie so wie aufhören. Ich bin nicht so wie der Mensch, der ich denke. Okay. Auch wir sind so gewesen und gesagt, es ist das letzte Arschloch, von dem will ich nie etwas wissen. Auch Christen sind wir immer noch so. Manns. Das einzige Unterschied zwischen euch und euch ist, dass wir beim Meditieren nicht 4 Stunden Bauchnabel anschauen, sondern der Herr, der dort kommt. Das ist der einzige Unterschied, wir sind kein Altes. Wir haben einen grösseren Schmerz im Herzen. Wir haben auch Schmerz im Herzen, wir haben alle Schmerzen. Aber wenn du den Bauchnabel anschaust, dann tut es darum den Bauch weh. Dann sagst du, wir müssen alle reich sein, wir haben zu wenig zu essen auf der Welt. Der Bauch, wir haben Hunger, nicht alle
bisschen Satz im Bauch. Man ist das der Schmerz, dass alle mit Brot haben. Wenn du jetzt 4 Stunden den Bauchnabel anschaust, dann machst du aus dem Stein Brot und alle zu essen. Und dann siehst du, was für ein Leiden ist in der Welt. Dass alle kein Brot haben, dann kümmerst du dich darum, dass alle Arbeit haben und alle einen vollen Bauch. Wenn du 4 Stunden den Bauch anschaust, dann ist dein Bauch dein Gott. Dann müssen alle einen vollen Bauch haben. Und wenn du den Kreuz anschaust, du siehst einen, der noch Kinder einwendet, als nur ein leeren Bauch. Du siehst einen, der alles noch viel tot ernst nimmt, als wir alle zusammen. Weil einer, der es tot ernst nimmt, jedes Ameisel, das auf der Erde sterben muss. Jedes Ameisel für uns geht ein Mann. Für jedes Würmchen, das muss sterben, hat er die Erde vergossen. Die ganze Zeit halt von der Welt. Für jedes Würmchen, das gestorben ist, hat Gott brüllen. Ich habe es mal erlebt. Ich habe das nicht Sachen, die ich nie erlebt habe. Ich habe mal einen Kaktus gehabt, in der Zeit von meiner Depression. Und Gott hat mir gesagt, was jammer ist denn, oder deine Depression ist doch nicht, das Blümchen auf dem Fenster sitzt. Der Kaktus ist verdorren. Der Kaktus war verdorren, weil ich dem hier Wasser gegeben habe. Und plötzlich habe ich so eine Traurigkeit bekommen, dass der kleine Kaktus sterben musste. Nur weil ich zu faul war wegen dem Kaktuswasser. Meine Depression war genau so richtig. Und ich war traurig, dass ich keine Kaktus hatte. Ich glaube, es ist gestorben, ich bin voller Sack. Und ich konnte mit dem Kaktus Wasser geben. Ich konnte nicht mal schauen, dass das Kaktus keine Durst hatte. Was? So bist du Gott. Dass du seit 2-3 Monaten Bier warst, zu hängen mit dem Kaktus, der hier in meinem Zimmer gesagt hat, ich hab Durst, ich hab Durst, ich hab Durst. Wenn du dafür etwas trinken, bitte Simon, gib mir etwas trinken. Schluss hat es nicht mögen und ist gestorben. Wegen dem alten Herrn, der sagt, und Gott hat sogar noch gebrüllt um das Kaktus, das mir völlig nicht wichtig war. Und ich denke, es ist halt, eine schöne Dekoration, ein verdörrter Kaktus, nicht ein Holzkaktus, ein gestorbener Kaktus. Jetzt haben wir halt einen Kaktusfriedhof. Und heisst es nicht mehr, es ist halt ein Friedhof. Gott brüllt. Und wenn man den Bauchnabel anschaut, dann denkt man, ja, der Bauchnabel, der braucht es sicher. Und wenn man dem Armholz anschauen müssen, es ist alles gut. Es ist alles gut. Kaktus tut mir zu essen, der Humus trinken. Aber dem Kaktus geht es gut. Das ist jetzt schön. Es ist nicht mehr der Holzstock bei mir. In der Vase, das ist nicht mehr der Kaktus. Das Kaktus. Es hat offen zu 2 Balken gehabt. Für meinen Gott, weil ich Arschloch gesagt habe, der Kaktus muss jetzt sterben, ist es zu 2 Balken geworden. Und mein Gott hat sich dran nageln und das Kaktus. Bis das Kaktus können sterben, bis die 2 Holzpösten können sterben. Ich und du als Holzpösten Pfosten sind. Wir sind Holzpösten. Wir sind die. Und Jesus hat sich mit so Drahnabeln mit 2 Nägeln. Der Holzpfosten da, der aussieht wie eine Vogelscheuche. Das bist du und ich. Und Jesus hat sich an dir und an mir dran genagelt. Er hat gesagt, und ich lasse die Schöpfung nicht mehr im Stich. Ich lasse die Schöpfung nie mehr versaufen. Und ich stelle den Regenbogen im Himmel schauen, dass ich das nie mehr mache. Die Menschheit versaufen. Und wenn sie noch so saublöd tun wie ein Adolf Hitler und was es alles für Helden gegeben hat, ich nagle mich an den Menschen wie an das Kreuz. Und wenn es 3 Nägel sind, die durch mein Fleisch durchgehen und weniger dafür auspeitscht wird und die Dornenkrone und muss Blut schwitzen im Garten, geht es eh mal so Angst, wie noch nie ein Mensch vorher hat, so Angst haben. Ich nagle mich an dich und an mich, an dich, Simönchen, und an dich, Brüder und Schwestern. Und ich nagle mich an euch. Ich gehe mit vor euch und egal wie viel Böse und wie abgrundtief und was da alles noch verbosgeht an dieser Welt, ich habe mich an euch festgenagelt in alle Ewigkeit.
Und das hat mich viel gekostet. Ich bin Vögelblut von ganz Jerusalem gegangen, Vögelblut von der ganzen Menschheit. Nackt, weil ich mich an dich herren angelagert habe. Wie du so einen sturen Bock bist, wie die zwei Balken. Genau so einen sturen Bock. Und ich mich an diesen sturen Bock genagelt habe, dass es mir alles gekostet hat. Und weißt du warum? Damit ich nach 3 Tagen in der Höhle aufstehen konnte und zum sturen Bock zu diesen zwei Balken können sagen, so, und jetzt stehst du auch auf und jetzt soll Leben in die zwei sturen Balken kommen. Jetzt hältst du Leben und ich sah dich da liegen in deinem Blut und ich sprach zu dir, du sollst leben, du sollst leben. Halleluja, wenn jemand weiss, was Leben ist. Und ich noch mal im Geld nachsäckle. Du sollst leben und nicht ein Leben lang im Geld dienen müssen. Du sollst leben. Und ich bin gekommen, dass sie das Leben haben sollen. Und es im Überfluss haben sollen. Leben, nicht Luxus. Leben. Leben ist nicht das Gleiche wie Luxus. Und so Vorbilder sollen wir doch bitte sein. Wie können wir ein Vorbild sein, wenn unser Bauchnabel das Vorbild ist? Wenn unser Bauchnabel unser Vorbild ist, wie können wir diesen armen Menschen das Vorbild sein, wenn die ja bereits in einer grösseren Weisheit gefunden haben, als die für ihren Bauchnabel? Wir können diesen Menschen auf der Straße nicht nur ein Vorbild sein, indem wir ihnen Brot und Spiel geben. Und unser Vorbild ist der Bauchnabel und das Diplom. Und die weltliche Weisheit, was sagt die Weisheit oder die Weisheit von der Welt? Sie sagt, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Nicht, dass die Weisheit von der Welt nur Torheit wäre, aber bei Gott ist die Weisheit von der Welt Torheit, weil Gottes Weisheit so unendlich viel höher ist als durchaus. Also ja, es ist Weisheit, logisch, mit der kann man viel machen. Aber in einem Stall ist noch niemand gebären. Das ist eben nochmal eine höhere Weisheit und im Vergleich zu dieser Weisheit, dass der König vom Universum in den Stall auf die Welt kommt und an zwei Balken kommt und sterben, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je gehört hat, was Gott denen verkündet hat, die ihn lieben. Und das ist die Weisheit, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je gehört hat, was keine Sozialarbeiterwissenschaftler, keine Studie, keine so statistische Studie, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und wir wollen immer mit dem Bauchnabel zufrieden sein, sonst haben wir Angst, dass wir etwas mehr gehen zum Bauchnabel. Das kann doch nicht alles so sein. Dann gehen sie suchen, und dann gehen sie suchen, und dann gehen sie suchen. Und dann kommt irgend so ein Arschloch und sagt, jetzt schau doch mal endlich dort her. Und du, nein, ich schaue auf meinen Bauchnabel. Dann kommt nochmal so ein Arschloch. Bitte schau doch mal dort zu diesen zwei Balken. Sicher nicht, ich habe ein Diplom, ich habe doch Weisheit, komm, ich helfe doch allen mit den Armen. Dann sagt Weisheit, wenn du sprichst, ich bin reich und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du arm, blind und bloß bist. Ich rate dir, dass du von mir Gold kriegst, geh mal 2 Wochen auf die Straße leben. Wenn du Leiter sein von diesen Leuten und du hast noch nie so gelebt wie die Leute, das geht doch gar nicht. Wenn du ein echter, ein wahrhaftiger, ein Vater, eine Leiter in Vaterschaft von diesen Schöfeln, von diesen Obdachlosen, die du sein. Und du bist noch nie obdachlos gewesen, sondern schön gemütlich auf einem Stuhlbänkchen mit einem Tischchen 3 Jahre lang ein bisschen Sozialarbeiter gelernt und willst das, was du diesen Leuten willst mitgeben, ein bisschen vorspielen. Das Leben ist doch nicht ein Spiel, man muss es vorleben, nicht vorspielen. Theorie und Sandkasten und spielen, so tun als ob. Und das Einzige, was du deinen Schöfli mitgeben willst, ist, dass sie auch eine Sozialarbeiterkarriere machen sollen, was aber nie einer wird machen, weil er genau spürt, dass es nicht verhebt, was du vorlebst. Was du sagst, verhebt vielleicht, aber was du lebst, verhebt nicht. Und er folgt nie in deinen Fußstapfen, nie. Nicht einer. Und da sieht man ja an der Frucht, dass keiner von denen, die du hütest, deinen Fußstapfen folgt,
Es zeigt dir, dass du falsch machst. Sonst würden ja die, die du hütest, deinen Fußstapfen folgen, wenn du es richtig gemacht hättest. Nicht? Ja. Und dann geht man halt eben den, das willst du mal anschauen. Und dann, wenn man das macht, wenn man es selber macht, kann man es weitergeben. Und wenn man ein Leben lang den Bauchnabel anschaut, kann man nur das weitergeben. Ein Leben lang nie auf der Straße gelebt hat. Und die einzige Hilfe ist, du fasst dich mit dem Bauchnabel, dass der mehr zu essen hat. Das ist keine Hilfe. Das ist keine Hilfe. Man hat die Leute zu essen, aber keine Hilfe. Und in dieser Geschichte, wo Jesus dann das gemacht hat, er hat das schon auch gemacht. Jesus hat nach einer Predigt, weil sie alle irgendwo in einem Pizzeri waren und weit und breit kein McDonalds und keine Pizzeria und keine Bäckerei waren und es gefährlich war, weil sie nicht wirklich nichts zu essen hatten und es gefährlich wäre, dass die da 10 Kilometer noch ins nächste Dorf hätten müssen laufen, die hätten können verschmacht. Und wenn man schon mal obdachlos war und nichts zu essen hatte und weiss, was Hunger ist, das ist gefährlich, da kann man sterben dran. Wenn du nichts zu trinken hast und in Ohnmacht gehst auf einem Weg bis zum nächsten Bäck, da kann man sterben dran. Das ist gefährlich als Obdachlose. Als Obdachlose ist Verhungern jeden Tag eine reale Gefahr. Es ist natürlich keine Gefahr, weil Gott zu einem Obdachlosen wahnsinnig gut schaut, dass der nie verhungert. Aber theoretisch wäre das jeden Tag eine reale Gefahr, als Obdachlose zu verhungern. Also in Costa Rica bin ich mal nicht dran gewesen, zu verdursten. Und wenn ich möchte, jetzt gibt es nichts mehr anderes als auf die Knie runter und beten, bis mir jemand etwas trinken gibt. Weil es gibt eh keine Brunnen, keine öffentlichen Wasserhahn. Es hat einen gegeben in ganz Liberia, den ich aber nicht kennt habe. Ich habe nicht gewusst, wo gibt es öffentliches Wasser. Und ich muss auf die Knie beten, dass mir jemand etwas trinken gibt. Man wüsste, wenn jetzt in einer Viertelstunde mir niemand etwas trinken gibt, dann falle ich in Ohnmacht und dann bin ich tot. In dem meinen alle sind gesoffen, da bringt mich keiner ins Spital, da gibt mir niemand zu trinken. Ich wache hier nicht mehr auf, wenn ich jetzt in Ohnmacht gehe. Vom Verdursten. Und dann bin ich tot, wenn ich jetzt nicht auf die Knie gehe und für das Trinken bin. Und das hat Jesus natürlich gewusst. Sie waren irgendwo in einer Wüste, also irgendwo auf einem Gräsli, irgendwo auf dem Campus, nicht im Land, Campus. Und dann hat Jesus gewusst, wenn ich denen jetzt nichts zu essen gebe, dann sterben mir da Leute weg. Und dann sind die gekommen und haben gesagt, du, die Leute sind müde, wir müssen die zu Hause schicken, die haben sonst nichts zu essen, was soll man machen? Man könnte nur noch Brot kaufen, wir haben nur wenig Geld. Dann hat Jesus gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Auf Deutsch gesagt, liebe Sozialarbeiter vom Südpreis, mach mal die Bibel lesen und tu denen schön mal einen geistlichen, biblischen Input drin. Gib du denen zu essen. Und dann haben sie gesagt, wir haben nur 5 Brötchen, wir haben nur da. Und dann ist es noch vis-à-vis von euch, der Brotladen, nicht der Bäck, ist vis-à-vis von euch. Und er ist mal ein ganz schöner Laden, ein Blumenpanorama, ein wunderschöner Laden. Und weißt du, was jetzt dort ist? Ein ganzer verkotzter Brillenladen und Sierpreis nebendran. Die Kille der Gottlosen, von Cäsar. Vor die Kille der Brillenladen. Und dann schauen wir, arbeiten die faulen Obdachlosen. Macht etwas aus eurem Leben. Aus der Kille haben sie einen Brillenladen gemacht. Einen grauen, steif, verkotzten Brillenladen. Und Kille vis-à-vis von ursprünglichen Quellen, vom Brunnen Bibelpanorama, die heisst jetzt noch Fontis und sie ist schwarz. Und vis-à-vis ist Kille für die Obdachlosen vom Cäsar. Surprise, lass dich mal überraschen, vielleicht gibt es Gott oder vielleicht gibt es ihn auch nicht. Es ist einer Weg, egal. Hauptsache, du kannst in dem Leben, aus deinem Leben etwas machen. Aufs ewige Leben kann man Kappen schiessen, gehen was rauf und du arbeitest damit für die Gesellschaft und kein Bürger bist. Das ist so, wie es läuft. Und der echte Brotladen ist in Schwarz gekleidet, heisst noch Fontis, ein latinischer, grusiger Name, und vorher Brunnen Bibelpanorama geheissen hat. Und dann kommt er mal ein und geht durch und kommt mal zu euch in eure Kirche nie und zeigt mal die Worte. Aber hat es noch nicht ganz erkannt, jetzt habe ich es geschnallt, was hier abgeht.
Ja, ich habe Schwalbe. Jetzt, wo ich darüber rede, jetzt habe ich es geschnallt. Und dann ist noch Stäbel mit der ganzen Oberfreimur bis zum alten Tempel, bis zum Brunnenbibelpanorama. Du kannst die Pflastersteine anschauen, auf der ganzen Freimur hinten, von der ganzen Stadt Basel. Und weißt du was? Am Anfang im Schneidergässli habe ich einmal als Sklavenarbeiter arbeiten, gratis für einen Oberfreimur, der sich als Christ bezeichnet hat. Dann haben wir 4 Jahre lang Sklavenarbeit leisten. Als Programmierer für die Homecell. Sklavenarbeit habe ich Rappen gesehen für meine Programmierarbeit. Ich habe 4 Selbstmord versucht, während diesen 4 Jahren dort zu arbeiten. Und dieser Sauerpreis wird noch ein Krönchen anlegen von meiner Sklavenarbeit. Im Freimaurer werden Pflastersteine vom Blut der Christensklaven herstellen auf der Strasse. Weißt du was? Macht weiter so. Und du könnt euer Krönchen noch etwas putzen. Und du könnt den Fontis vis-à-vis noch etwas schwärzer machen. Wenn ihr eure Seele hasst, dann macht sie so. Dann macht sie so. Und geht noch ein Fußball spielen mit den Schöfli. Und sagt, die Bibel sei ein Arschloch und Jesus sei ein Arschloch. Aber Sozialarbeit, sei gerecht und sei heilig und sei die Worte und Christen sei ein Lügner und sei bös und sei unheilig und ihr sei heilig. Wenn ihr es so macht, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Es Gott offenbart mir Sachen jetzt im Predigen, aber offenbart mir alles, was abgeht bei euch dort. Eigentlich müssen wir euer Feuer in die Luft sprengen. Eigentlich. Aber das sind liebe Kleiber, das sprengt nicht mehr in die Luft, das sprengt der Gott nicht in die Luft. Die Brüllenladen müssen wir in die Luft sprengen. Und die Steine dort auf der Straße, die müssen wir ausgraben und draufschießen. Kann man nicht machen, die kann man da Scheiße verteilen auf diesen Steinen. Das könnte man machen, das wäre mal eine gute Sache. Oder mal ein Plakat nebenan und die echte Lebensgeschichte. Von diesen Leuten, die dort auf diesen Pflastersteinen verewigt werden sein. Auf dem Strössli zum Bibelladen, wo jetzt noch ein Brüllenladen ist. Das, was die Freimaurer gemacht haben, was sie wollen. Nicht? Weißt, die können nichts dafür, die sind blinde Blindenführer. Aber die sind ein Werkzeug vom Teufel in eurer Blindheit. Also der Teufel ist fies, der ist sowas von fies. Und ihr könnt nichts dafür, dass der Teufel fies ist, ich wäre nichts dafür. Ich habe nichts dafür, dass sie blind sind. Ich bin auch ein Stück weit blind. Ich sage nicht, ich bin sehend. Ich habe auch meine Spots, wo ich absolut blind bin. Natürlich, das hat jeder Mensch. Aber schau jetzt, das, was ich erzähle, das ist wahr. Dort, bei diesem scheiß Brüllenladen oben an euch, dort ist der schönste Bibelladen von der ganzen Schweiz gestanden. Der Brunnen Bibelpanorama. Mit wunderschönen Bilderbüchern für Kinder. Nicht so komische Südlis-Häckchen und dann noch mit dem Teufel auf dem Cover und 2 Hörnchen. Dort waren ganz schöne Kinderbibeln mit Bildern, wo sich einer Mühe gegeben hat, das Leben lang so Bilder malen für Kinder. Dort waren Geschichten von Noah, von Abraham, mit Bildern, mit wunderschönen Bildern. Dort hat man können Musik hören, wunderschöne Musik. Dort hat es Öl von Israel. Dort hat man können Schofar kaufen, Kuhhörner, Widerhörner von Israel. Das war der schönste Laden von der ganzen Schweiz. Das Brunnenbibelpanorama. Und jetzt steht die Asche von dem Laden euch gegenüber im schwarzen Traugewand. Und ihr spielt euch als 7-Sicher ein, vis-à-vis ihr, der Goliath, der lästert. Über den Laden vis-à-vis, über den heiligen Laden vis-à-vis. Und ihr bezeichnet euch als Wohltäter und als heilig und trampelt auf dem Heiligen um. Und wenn einer mal ausflippt, zu Recht einmal ausflippt und zu Recht einmal die Worte sagt, so wie ich es gesagt habe, ist es nicht die Worte gewesen. So im Ausflippen, das heisst in der Bibel, denn des Menschen Sohn wird nicht, was vor Gott recht ist. So ist es natürlich nicht die Worte gewesen. Es ist Kern, wo er drin war. Aber so wie ich es gebraucht habe, ist es natürlich gelogen. Aber jetzt habe ich mir mal 2 Stunden Mühe gegeben. Und das, was ich jetzt in 2 Stunden gesagt habe, ich glaube, das ist jetzt doch relativ nahe bei der Worte, was ich jetzt gesagt habe. Ich glaube, das ist jetzt meine Überzeugung.
Und ich habe kein schlechtes Gewissen. Und darum weiss ich, dass es die Wahrheit ist. Und ich glaube, wir haben vom Gewissen her auch das Zeugnis, ob das, was ich sage, wahr ist oder nicht. Weil das Gewissen ist das Zeugnis vom Ewigen. Nicht immer. Das Gewissen kann man überstrapazieren und dann hat man gar kein Gewissen mehr. Oder man kann es auch vermurksen und dann hat man wegen jedem Furz ein schlechtes Gewissen. Das Gewissen ist nicht immer ein zuverlässiges Zeugnis, aber meistens. Und im Gewissen spürt man, ob einer die Worte sagt oder ob er lügt oder ob er ein Seich sagt oder was genau die Worte ist bei dem, was er sagt. Das spürt man im Gewissen. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht genau wieso. Und sie geht nachher fragen, wieso ich jetzt so schlecht, wieso jetzt bei mir ein schlechtes Gewissen kommt. Vermutlich will ich ein Leben lang auch, oder auch nein, will ich ein Leben lang das Gewissen erfahren habe. Auch viel zu wenig auf Gott gelöst habe. Und dann nachher eben so ein Monster wird bei euch laden und das nie die Idee war von Gott, der liebe Gott. Dass auch ich ein Leben lang nie aufs Gewissen gelassen habe und jetzt hier darüber predigen, aber es ein Leben lang selber nie umgesetzt habe, vergibt mir, dass ich selber ein Leben lang nie aufs Gewissen gelassen habe. Darum habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich das selber nie gemacht habe. Selber nie aufs Gewissen gelassen, immer mit Vollgas über das Gewissen gefräsen bin, auch als Christ. Vergibt mir, dass ich nie aufs Gewissen gelassen habe, Jesus. Und jetzt auch vom Gewissen überführt wird. Vergibt mir. Danke, dass du mir vergisst. Und hilf mir, mein Gewissen auch viel ernster nehmen zu können. Und nicht nur die Schrift, sondern auch das Gewissen. So wie sie das Gewissen ernst nehmen und die Schrift eben gar nicht. Ich nehme die Schrift dort ernst, aber das Gewissen viel zu wenig. Da bin ich falsch. Und das ist das, was ich falsch mache. Da könnt ihr mir einen Stamm helfen. In der Predigt könnt ihr mir Kritik anbringen. Von meiner Seite, das wäre auch witzig. Aber die kennen mich zu wenig, die kennen meine Ministry zu wenig. Können Sie probieren, dann können wir auch probieren, Kritik, ob es tatsächlich anschießt. Mehr Kritik zu geben, ich weiß doch nicht. Wir können auch mal zusammen einen Kaffee trinken, komm. Weiß doch nicht, oder? Keine Ahnung. Oder ich habe jetzt wunderbar so Olivenöl im Fontis-Laden vis-à-vis. Ich kann, wenn ich mal so einen Öl vorbeibringe, dann können wir zusammen einen Salat essen. Mit dem Bibel, mit dem Öl von Israel, mit dem Öl aus dem Fontis-Laden. Hey, das, ich habe es nie probiert, das Öl, aber es muss vom besten Öl sein, das man überhaupt kaufen kann, das Olivenöl dort. Weil ich weiss das. Ich habe im anderen Bibelladen, im Kleinbasel, verkaufen sie auch Sachen von Israel. Die Aprikosen oder so, und ich habe das mal gekauft. Wenn man die Aprikosen isst, dann spürst du wirklich eine Salbung von diesem Land. Ich bin nie in Israel gewesen, ich habe es nicht beurteilt. Ich dachte, wow, das, was man nur schon hier in diesen Aprikosen aus diesem Land rausgespürt, wow. Und das Gleiche wird bei dem Olivenöl auch so sein. Ich meine, spanisches Olivenöl ist auch lässig, aber israelisches Olivenöl, da ist eine Salbung drin, wo man spürt, wenn man das isst. Das sind Geheimnis, aber egal, könnt ihr mal machen zusammen ein Salat essen mit dem Öl vom Fontis-Laden. Weißt, wir gehen uns alle heiden müssen, es ist keiner der Böli. Ich bin vielleicht schon der Böli im Abend. Es ist irgendwo keiner schlechter und keiner besser. Jeder wird sich nehmen. Und man muss immer probieren, den anderen verstehen irgendwo. Und wenn man den anderen versteht, dann kann man viel lernen. Nicht? Kann man viel lernen, also dass die gehen joggen und Fußball machen, das hätte ich längstens auch selber machen in meinem Hilfsweg. Ich habe es nicht probiert. Ich habe zehnmal joggen, der eine gesagt, ich kann nicht joggen, sonst platze ich meine Krampfhodern. Und der andere hat nach 5 Metern die halbe Schlucht ausgekotzt. Da sind wir halt einfach nur noch joggen. Dann habe ich probiert, mit Kuhhörner Gitarrenblätter schleifen und eine Gitarrenblätter und Fabrik machen, dass wir Arbeit haben. Ich habe es nie geschafft. Ich bin selber zu faul. Ich habe es nicht geschafft. Ja, eben ja. Also gut, vielen Dank. Ich glaube, da können wir es beenden. So, es ist einen Weg viel zu lang. Es ist jetzt spannend. Ihr könntet sicher auch mega viel Spannendes erzählen von euch. Von euch, von den Südpreis, gell? Von diesen Leuten. Und was weiß ich was alles, was ihr alles Spannendes könnt erzählen. Keine Ahnung, nicht? Keine Ahnung, ich weiss es auch nicht, was dir alles erzählen. Ich meine, die haben ja auch eine von Spanien bei euch nicht und du auch nicht. Mit dir, die ich jetzt Lampen hatte im Büro, du hast sicher auch mega viel Spannendes zu erzählen aus deinem Leben, keine Ahnung. Ich weiss es nicht, meine Schwester auch, die beim Südpies geschafft hat, was die alles erlebt hat im Leben, nicht Legasthenikerin und dann nachher
die Lehre müssen aufgeben mit 16 und ein Altersheim geschafft und x verschiedene Berufe probiert, bis ich dann am Schluss in Dresden bleibe, ja, in Spalenberg auch davon arbeiten. Das ist interessant, ich musste immer einen ganz ähnlichen Weg machen wie meine Schwester. Also nicht am Anfang überhaupt nicht. Ich war das Muttersöhne, ich war verwöhnte Golf. Und meine Schwester musste von Anfang an unterdurch dank Katrin. Und ich habe dann erst, als ich auf der Spitze oben gehockt bin, als ich dann das Physiker-Diplom in der Hand hatte, auf der Spitze der Gesellschaft, hat es einen Ohrfeiger gegeben und dann ganz abends habe ich Psychose bekommen. Dann habe ich mir einen Stell gefressen, 16 Jahre lang Psychose gehabt und dann nicht das erlebt, was meine Schwester von Anfang an, nicht in dem massiven Ausmaß, aber auch in einem kleineren Ausmaß all die Schmerzen durchgemacht hat. Und es ist interessant, ich habe im Beispiel dann geschafft, wo meine Schwester vorher geschafft hat. Und dann habe ich das Rheinfelden geschafft als Webdesigner, wo meine Schwester im Blumenladen geschafft hat. Und dann habe ich auf einer Baustelle geschafft, von der FCB. Ich weiß nicht, was meine Schwester jetzt hier vergleichbar geschafft hat. Als Gärtner habe ich geschafft. Das wüsste ich nicht, ob meine Schwester so etwas geschafft hat, der Plantage zu Münchenstein. Und dann habe ich im Altersheim geschafft, was meine Schwester zu Lugano unten im Altersheim geschafft hat. Ah nein, vorher habe ich im Schneidergässli geschafft, am Eingang von dem Quartier, wo wir jetzt sind, im Schneidergässli, am Anfang vom Schneidergässli, vis-à-vis, ungefähr vis-à-vis dort vom wie heißt das, Heimatwerk. Also am Ecken, nicht ganz vis-à-vis, schräg am Ecken. Und meine Schwester hat im Dings geschafft, im Presser, am anderen Ende von dem Spalenbergquartier. Wir haben das an Baby, meine Schwester und ich, wir haben an beiden Enden vom Spalenbergquartier geschafft. Wir haben Baby im Bürgerspital geschafft, wir haben Baby im Altersheim geschafft. Und dann hat meine Schwester ja noch bei Südpreis geschafft und ich habe Webdesign gemacht bei Lebensart. Und ich bin jetzt auch ein Strassenmagazin am machen, wo ich die Idee habe, auf Deutsch, auf Englisch und auf Spanisch, also international, dass wir es in den USA verkaufen, in Südamerika und in Deutschland und Schweiz. Ich weiß es aber noch nicht, es ist alles mal eine Idee. Das muss auch nicht in Basel sein oder in der Schweiz, keine Ahnung, wir müssen einander nicht konkurrenzieren. Ich bete gerne für euch, wenn ihr von meinen Artikeln wollt, kann man einen Austausch machen und. Also ich möchte nicht, dass wir Konkurrenz voneinander sind. Und das Häftling wird dann keine grosse Sache sein, weil ich gar keine Zeit habe, um so ein riesen Ding aufzubauen wie dir. Das wird in kleinen Rahmen ein Häftling sein, das ab und zu mal ich oder eine Schuhschwellenböge wird verkaufen. Im kleinen Rahmen hier in der Schweiz auf jeden Fall sicher. Vielleicht bin ich gerade im grösseren Stil, wenn es auch nicht. Aber es ist dann dort auch noch schwierig. Nicht? Man muss es können Verkäufer ab und pro Häftling drucken lassen. Dann kannst du eigentlich nur eine Zeitung machen, dann kannst du kein Häftling machen. Weil die Leute nicht mehr als 10 Peso können zahlen für so eine Sache. Und dann muss der Druckpreis 2 Peso sein, sodass man mindestens 2,5 Peso pro Häftling verdienen. Und wenn man trotzdem können davon leben, was man ja dort eigentlich muss können. Sonst macht die Arbeit niemand, weil es steht kein Sozialamt. Du musst können von deiner Arbeit leben. Und wenn du pro Häftling 2,5 Peso verdienst und pro Tag 300 Peso musst verdienen, oder mindestens 200 Peso, dann müsst man ja pro Tag 50 oder so. Ja, sicher 50 Hälfte verkaufen, das heisst pro Stunde sicher mindestens so um die 10 Hälfte pro Stunde. Und das müsstest du dann eigentlich in den Bus Hälfte verkaufen. Du musst dann in den Bus und die Hälfte im Bus verkaufen, sodass man wirklich auch mehr verkauft. Und dann müsste man es halt vielleicht auch so machen, dass du dann noch andere Hälfte verkaufst. Nicht? Und nicht nur das. Jetzt ist es jetzt einfach nicht mehr. Dann muss man wirklich überlegen, wie kann man es effektiv dort als einen vollwertigen Job anbieten, weil sonst bringt es nichts, weil es gibt kein Sozialamt, es gibt keinen Zustupf. Nee, wenn sie jetzt so ein Häftchen verkaufen anbieten, ist nicht. Und es ist ein bisschen schwieriger, also vielleicht nicht schwierig, ich weiß nicht. Keine Ahnung, da muss man auch viele Ideen haben, wie man in so einem armen Land so etwas machen will. Und ja, und eben, es ist spannend. Und ja, ja, von dem her
Also, es geht ja jetzt nicht darum, dass die in die Schule sagt. Logisch nicht. Und das geht sie eigentlich nicht. Aber auf die andere Seite, man muss ja nicht in die Schule sagen. Also ich bin nicht Moslem. Aber ich liebe die Moslem. Aber ich kritisiere die Moslem auch. Ich liebe die Moslem. Aber ich kritisiere sowohl den Islam als auch die Moslem. Aber ich liebe die Moslem auch. Und weil ich sie eben auch liebe, kritisiere ich sie auch. Und das ist nicht Islamophobie. Islamophobie, oder wenn man fies ist mit den Moslem, dann schwickt man, wenn man eigentlich müsste kritisieren. Das ist fies sein mit dem Islam. Und wenn man wahrhaftig ist, dann bringt man Kritik. Und wenn man das Islamophob nennt, dann hat man nicht verstanden von Liebe, was Liebe ist. Und es ist so, damit ich, so wie ich euch das präsentiert habe, wenn ich die Moslems liebe und mir anmassen, den Islam zu kritisieren, aber das, was die Moslems jeden Tag machen, nämlich den Koran lesen, und für ihre Brüder und Schwestern beten, und die Moslems beten. Wenn ich mit Kritik komme, aber ich lese nicht einmal den Koran, ich lese einfach irgendein Buch von einem Religionswissenschaftler über den Islam, der sagt, das ist alles islamophob, wenn man das kritisiert. Und ich mache mir die Mühe nicht, das, was ein Moslem macht, nämlich den Koran lesen, das, was ein Moslem macht, auf den Knie beten, nicht auf dem Bettrand, sondern auf den Knie. Und ich maße mir an, den Islam zu kritisieren, ohne dass ich bereit bin, den kleinen Finger zu rühren und das zu machen, was die machen. Das heisst, wenn ich will, zu Recht den Islam ins Licht drücken und Sachen in Frage stellen und diesen Leuten, will ich sie lieben, in meinen Augen helfen, dann muss ich den Koran lesen. Sonst habe ich kein Recht, erstens mal den Koran zu kritisieren, die Moslems zu kritisieren und denen überhaupt etwas mitgeben. Und wenn ich auf dem Bettrand bete und nicht auf meinen Knie, was mache ich denn denen für einen Vorwurf? Das heisst, wenn ich denen etwas mitgebe, in Bezug auf den Islam, ja, in Bezug auf den Islam, dann muss ich mich auf diese Materie einlassen. Das heisst nicht, dass ich in eine Moschee muss gehen, aber auf meine Art, auf meine Weise, so wie ich das lebe mit Jesus, der bei ihnen Isa heisst, der im Koran auch vorkommt, der Ibrahim, der auch vorkommt, Maria, der auch vorkommt, viele Sachen, die auch vorkommen. Und dann muss ich das bei mir umsetzen, um diesen Moslems aus Liebe etwas mitgeben können und auch Kritik aus Liebe denen können mitgeben können. Und damit ich das darf und kann, muss ich den Koran lesen. Und genau gleich auf meine Kritik jetzt. Ich nehme an, ihr hasst mich nicht, sondern ich vermute, ihr liebt mich, weil ihr weise Menschen sind. Weil sie sind weise. Und es heisst, rüge den Weisen, der wird dich lieben. Jetzt klopft den Weisen auf die Finger und der wird dich dafür lieben. Der wird vielleicht einen Moment lang verrückt. Aber er wird die Liebe für die Weisheit, weil er die Weisheit eben auch liebt. Und die sind nicht dumm, die sind weise. Das heisst, ich gehe davon aus, dass die mich nicht nur so einen blöden Affe finden, sondern mich auch gerne haben. So wie ich euch alle auch gerne habe, weil ich bei euch auch die Weisheit spüre. Am Ende mit dem Geld durchgeht, ich habe euch alle gerne. Und ihr habt mich, glaube ich, auch gerne. Und auch eure Verkäufer haben mich gerne. Wir haben einander effektiv gerne. Das ist es so. Weil wir alle Söhne von der Weisheit sind. Nicht? Weil wir die Weisheit gerne haben. Das heisst, rüge den Weisen, so wird, der wird beschrieben. Rüge nicht den Spötter, auf das er dich nicht hasse. Aber rüge den Weisen, der wird dich lieben. Und jetzt, ich sage nicht, zeigle die Kehle und gerne die Zähne. Das ist natürlich das, was ich gesagt habe, aber das ist ja nicht das, was ihr, das werdet ihr nicht machen, das müsst ihr auch nicht. Aber jetzt, ein fairer Deal. Wieso ist der Bibelladen?
Und jetzt, heute gibt es, nein, Koran haben wir nicht gesagt. Aber es gibt hier zum Beispiel natürlich die Bibeln. Die könnte man mal kaufen, anstatt Anselm Grün oder Seppli so und so, Fritzli so und so, was der für eine Meinung hat zum Christentum. Wenn wir jetzt mal von den Grundsätzen reden, dann wäre es der Koran und die Bibel. Nicht? Und bei euch wäre es Sozialarbeiter, wissenschaftliche Studien von der Sozialarbeit. Oder beim Psychiater wäre es die Grundlage von der Psychiatrie, wissenschaftliche Studien, das wäre Wissenschaft. Jetzt sagen wir Wissenschaft, Koran und Bibel. Nicht? Also da, wenn wir, bitte gehen wir zu den Grundlagen, wenn wir bei den Grundlagen wollen, diskutieren wollen, muss man bei den Grundlagen sein, nicht bei einem Anselm Grün oder bei der Mutter Teresa oder bei was weiß ich, was ist Mutter Teresa, bei der Sozialarbeit wäre beim Pestalozzi, nicht? Pestalozzi ist ein lässiger, nicht? Aber... Halleluja, sorry. Also vis-à-vis von euch ist ein Brotladen, wo man das ursprüngliche Brot unverfälscht kaufen und es einmal zur Kenntnis nehmen. Und aufgrund von dem, dass man mal das Brot an der Wurzel anschaut, und nicht hier der Bischof St. Blasien vom Heiligen Weihwasser, sagen wir mal, das Brot von einem Elia, von einem Abraham, von einem Daniel, gesetzt war über die Weisen von Babylon oder von einem Hesekiel oder von einem Jesus oder von einem König David nicht? Oder von einem König Salomon, wenn das Brot mal anschauen, oder nicht vom Säppli von St. Blasi auf dem Heiligen Weihwasser. Logisch nicht. Wenn ihr das Brot bitte mal nur anschaut, ich sage nicht gerne in den Kirchen, schaut, wenn es geht, wenn das für euch in der Ordnung ist, leset bitte einmal, am einfachsten, wenn man die Bibel nachfragt zum Lesen, ist das Johannes-Evangelium. Weil Adam und Eva, das ist logisch. Da wollte man nicht davon lesen. Weil Adam und Eva, das ist sünftiger Tobak, das muss man nicht lesen. Aber im Johannes-Evangelium redet Jesus ganz viel. Und die zentrale Figur ist Jesus. Es geht eigentlich nur um Jesus, die ganze Bibel. Und dann liest man einmal, was der so sagt. Zum an das Buch mal hergehen. Den Koran. Wenn man am Koran hergeht, also ich habe es einfach mal angefangen lesen, habe mal vorne angefangen, ich wusste, wo anfangen. Ich habe dann irgendwann auch wieder aufgehört, habe es wieder auf die Seite gelegt. Aber ich habe mindestens reingeschaut und ich habe später dann auch Recherchen gemacht, Zusammenfassungen, aber nicht irgendeine Meinung von ihm, Schubidu, gelehrte so und so, religiöse Wissenschaften so und so, sondern eben Zusammenstellungen von Koranversen zu gewissen Themen. Natürlich ist es so, da gibt es immer dann auch noch andere Koranversen, die wieder etwas anderes sagen, aber doch, es war eine Zusammenfassung aus dem Koran, was ich dann weiter studiert habe. Ich habe nie den ganzen Koran gelesen, aber ich habe dann später einfach Zusammenfassungen von Koranversen studiert, noch weiterhin, mit so gewissen Themen. Weil ich ja die Versen nicht kenne und sie nicht selber kann man suchen. Man kann es zwar, es gibt Koran im Internet, wo man kann suchen kann, könnte man machen, man könnte die Versen selber raussuchen, das wäre noch ehrlicher, als selber eine zusammengestellte Zusammenfassung, die von jemandem, der bereits eine vorgefasste Meinung hat. Nicht? Aber das habe ich gemacht. Und wenn wir fair sind, wenn ihr mir wollt, etwas geben über Sozialarbeit, für meine Ministerin, dass ich von eurer Weisheit etwas mitnehmen kann, von einer Weisheit von einem studierten Sozialarbeiter, da bin ich eine absolute Flasche. Ich habe nie Sozialarbeit studiert. Ich bin eine absolute Flasche, was diese Weisheit angeht. Das ist eine staatliche Weisheit, das ist aber nicht Dummheit, das ist Weisheit. Und da gibt es sicher gute Bücher, Standardwerke, wo man als Sozialarbeiter liest, dass man ein guter Sozialarbeiter wird. Vielleicht sogar von Marx das Kapital, wer weiß. Wäre vielleicht sogar ein Standardwerk zur Sozialarbeit das Kapital von Marx. Nicht? Das wäre zum Beispiel so ein Buch, das ihr mich empfehlen könntet. Von Marx, das Kapital, das habe ich nie gelesen, auch nie damit beschäftigt. Ich bin aber jemand, der Marx in Frage stellt, der ihn kritisiert, ohne dass ich sein Buch hier gelesen habe. Was auch Heuchelei ist, oder auch, was Heuchelei ist, nicht auch. Und wenn ihr im Gegenzug in der Lade vis-à-vis könnt ihr die Bibel kaufen und vielleicht irgendwo auch noch
Koran. Mit, weil dann haben ja einer von Afghanistan bei euch im Büro, hat immer mit dem Islam auch wieder zu tun. Nicht? Und ich habe ja von euch jetzt gehört, von einer von euren Journalistinnen, ich sehe die Islamophob, ist verständlich, weil sie natürlich mit einem Moslem geheiratet ist. Und ich gespottet habe über den Islam und gesagt, das ist Islamophob. Aber Entschuldigung, ich habe den Koran gelesen. Die Frau, die mit dem Piraten ist, hast du den Koran auch gelesen und hast du auch die Bibel gelesen, dass du sagst, ich sei Islamophob. Also ich habe oft mir Mühe gegeben, den Koran und den Islam zu verstehen. Es gibt mir sehr viel Mühe, den Islam und den Koran zu verstehen. Ich mache sehr viel, um den Islam zu verstehen. Sehr, sehr viel. Ich recherchiere im Internet, ich habe den Koran gelesen, ich ab und zu lese ich Koranverse, gehe nachschlagen im Koran. Im Internet, ich habe jetzt keinen Koran mehr in Bücher gestellt. Aber sind wir mal fair. Und gerne mir bitte ein Standardwerk aus der Sozialarbeit. Und dann tun wir uns bitte alle mit diesen drei Standardwerken bitte ehrlich. Ehrlich, ich sage nicht, ihr müsst, ihr müsst gar nicht. Ihr müsst es nicht machen. Ihr müsst es nicht bei einer Bibel kaufen und die lesen. Ihr müsst auch den Koran kaufen und den Koran lesen. Aber ich bitte gern mir ein Standardwerk aus der Sozialarbeit. Wenn es vom Marx das Kapital ist, damit ich es bitte kann mal lesen. Das ist von meiner Seite aus mein Angebot. Und wenn ihr auch auf das Einsteigen, auf mein Angebot, könnt ihr durchaus die Bibel mal anschauen. Nicht irgendwie Anselm Grün oder Seppli oder Fritzli oder Vatikan, bitte macht das nicht, sondern bitte go back to the roots, back to the roots. Und auch bei euch back to the roots und auch im Islam back to the roots. Und lasst es eine ehrliche Diskussion führen. Nicht so, wie ich vorher bei euch im Büro, das habt ihr nicht verdient. Ihr habt wirklich etwas Anstrengendes verdient, weil ihr weise Leute sind. Ihr habt einen ehrlichen Diskurs verdient. Was ich verdient habe, das ist nicht wichtig. Ich bin der, wo ich bin. Der Lohn, der mir zusteht, komme ich über, aber das ist nicht an euch. Ich habe gar nichts verdient. Ich bin ein unnützer Knecht, ich muss das machen, was ich machen muss. Ob ich eine Ohrfeige dafür bekomme oder einen Kuss, oder ich muss von euch einen Kuss oder ein bisschen Geld, oder was auch immer, das spielt alles keine Rolle. Ich bin der, wo ich bin und ich muss das machen, was ich machen muss. Da geht es nicht um einen Lohn. Und also das wäre ein Vorschlag meinerseits, dass man fairerweise, wenn man nicht in die Kirche will, das muss man auch nicht, ist gerechtfertigt, weil es in der Kirche im Flinkelei gibt. Es ist sehr gerechtfertigt, dass ich gehe nicht in die Kirche. Und weil eben genau das gerechtfertigt ist, leset bitte mal Jesus direkt, das Johannes-Evangelium, direkt, was Gott sagt. Und dann merkt ihr nämlich, Gott hat mit der Kirche wahnsinnig viel Mühe gehabt. Jesus hatte keinen Stress gehabt mit den Huren, mit den Zöllnern, mit den Bettlern, aber mit den Theologen, mit den Pfarrern, mit denen hat er Stress gehabt. Auch Jesus ist jemand, der mit der Kirche Mühe hat. Wenn man es gelesen hat, wüsste man das, dass Jesus schon längst auf deiner Seite steht, du mit dem Finger auf die Kirche zeigst. Aber dann sagt Jesus eben zu dir auch, ja, du hast doch recht, also dann bitte, könntest du bitte etwas machen, dass es besser wird mit meiner Tochter Kirche. Wenn du mit dem Finger auf meine Tochter zeigst, dann bitte hilf doch meiner Tochter. Und damit das kannst, bitte komm doch lesen, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, was meine Tochter zu tun hat. Und so muss man nicht in die Kirche gehen, aber man kann es lesen, was der Traum war von Jesus für die Kirche. Und das ist eine gesunde und ehrliche Auseinandersetzung mit Ehrlichkeit, mit Wahrheit, mit Wahrhaftigkeit, aber natürlich auch, dann kostet es etwas. Das heisst, du musst nach oben eine halbe Stunde das Buch in die Hand nehmen und das kostet. Eine ehrliche Auseinandersetzung kostet. Und dass ich schnell zu euch in den Laden gesagt habe, das kostet nichts.
das ist Stammtableau. Und für das gibt es einen Ohrfeiger und das ist richtig, dass es für das einen Ohrfeiger gibt. Und jetzt bin ich seit 2 Stunden mir am Mühe gegeben. Ich habe jetzt die 2 Stunden meine Zeit verpasst, wo ich eine Strassenmusik hätte spielen können. Und meine Frau kommt jetzt kein Geld durch. Wo sie dann vielleicht verrückt ist und mir, dass ich schon wieder kein Geld schicke auf Nicaragua. Es kostet nichts, dass ich mir hier im Internet und Fernsehen präsentiere. Es kostet gar nichts, aber es kostet, wenn meine Frau noch verrückt ist und mir, weil sie nichts zu essen hat. Das kostet. Und jetzt haben wir 2:30 und dann spätestens 4 muss ich spielen, bis 8:30 zu haben. Dann geht 30, 40 Franken. Bis 8:30 zu haben, muss ich rüppeln und dann 1/2 Stunde Zwangspause, die ich eigentlich gar nicht will, wo ich eigentlich will, vom 8 bis 5 Uhr zu oben arbeiten und 5 Uhr Feierabend machen. Und es spielt keine Rolle, wenn ich nur 12 Franken Lohn habe, aber ich werde gerne einen Lohn haben und am 8 Uhr morgen arbeiten bis 5 Uhr für 12 Franken in der Stunde. Und können wissen, okay, morgen kommt wieder so und so viel hier, wo ich meine Frau verschicke. Und jetzt habe ich die 1/2 Stunde vom 11 bis 11:30 verpasst, die 1/2 Stunde von 12 bis 10:30 und dann muss ich 4 Stunden Zwangspause machen. Also ich muss 1/2 Stunde Zwangspause machen in meiner Arbeitszeit, wo ich keine Rappen verdienen darf, wo ich nur die Hälfte zwangsläufig, nur den halben Lohn darf und muss verdienen und dann vom 4. Weg auch wieder zwangsläufig zum halben Lohn muss arbeiten, um mir zu erstellen. Danke, Regierung von Basel. Machen Sie bitte auch so. Legt 1/2 Stunde in grossen roten Zwangspause ein und arbeitet zum halben Lohn, weil wir 1/2 Stunde Zwangspause einlegen. Und dann arbeiten bis 9:30 zu oben. Die Regierung von Basel. Ich habe heute Morgen den Baschi Dürr angetroffen im Kiosk und habe ihm Grüezi gesagt. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich habe zuerst etwas Blödes gesagt, und dann habe ich gesagt, Gott segne dich, aber mach keinen Scheiß. Und ich sagte, egal, Baschi Dürr hin oder her. Ich kenne ihn nicht gut, jetzt haben wir kennengelernt. Auf jeden Fall, lass uns bitte fair sein miteinander und auch das Beste gegenüber suche ich. Ich mache es nicht immer, ich bin oft im Leben, ich mache oft Scheiße, ich verletze Leute. Das, was ich gemacht habe, mal hätte, verletze, das weiss ich, bitte vergebt mir. Und ich gebe mir Mühe, fair zu bleiben. Und das heisst fair bleiben. Ich werde nicht mehr mich auf das Büro kommen und rumschreien, sicher nicht. Aber es wäre schön, wenn ich von euch auch Anerkennung, mindestens Anerkennung würde bekommen. Ich will jetzt die Bibel nicht lesen, aber es wäre super lässig. Super lässig. Und dann könnte man vielleicht sogar weiter diskutieren. Die könnten mir ein Buch geben, Sozialarbeit. Da könnte ich ganz viel lernen für meine Mindestlöhne. Ich habe einen Sinn gesagt, ich habe nie ein Buch gelesen über Sozialarbeit. Nie. Ich habe null Ahnung von Sozialarbeit. Das ist irgendwo schon indirekt. Ich habe Bücher am Schreiben oder eine Unternehmensführung. Obwohl ich nie eine Ausbildung gemacht habe, ein Unternehmen zu führen. Ich bin ein Buch am Schreiben über das. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mit 40 Pesos um die halbe Welt reisen. Und ich schreibe ein Buch über Unternehmensführung. Also über Reichtum und über Glauben schreibe ich ein Buch. Obwohl ich nie eine Ausbildung gemacht habe, eine Sache und die ganzen Standpunkte viel zu wenig kennt. Aber natürlich mein Standpunkt so ein total anderer Standpunkt ist, dass es eben auch ein sehr, sehr spannender Standpunkt ist. Aber es eben auch doch hilfreich wäre, die anderen Standpunkte von einer klassischen Managerausbildung eben auch zu kennen. Aber es ist ein faszinierendes Buch in dem Sinne, dass der Standpunkt, den ich habe, so, ich kenne niemanden, der ein Hilfswerk führt, so wie dir jetzt, oder eine Firma, die mit 40 bis auf die halbe Welt gereist ist. Ich kenne niemanden, ich kenne keinen Fahrer, der das gemacht hat. Doch eine kenne ich, Heidi Baker. Die ist voll durchgeknallt. Die war ein Jahr lang zu Mosambik obdachlos. Am Schluss hat sie 7 Helikopter von der Regierung in das Kinderheim angefangen als Obdachlose. Und dann hat sie 7 Helikopter bekommen und ist mit den 7 Helikopter 5000 Kilo gegründet. Bei der kann man sehr viel lernen. Die ist spannend. Die kenne ich, aber oder auch der Bade Jung von China, der ist schon wieder mal im Gefängnis gewesen, was der alles gestürzt überlebt hat. Also der ist auch ein Wahnsinnskanone. Ja, also, der sage ich, bitte geh nicht in die Kühle, aber bitte lesen Sie Johannes Evangelium. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden,
Also wie viele geht es eigentlich noch dorthin gehen? Also wie viele geht es eigentlich noch dorthin gehen? Also wie viele geht es eigentlich noch dorthin gehen? Also ich glaube, wenn ich in der Kirche wäre ich nicht blöd, aber falls irgendwann so einen komischen Vogel über den Weg wird kommen, wo mich könnte überzeugen, okay, schauen wir es uns ein einziges Mal einmal an. Und das könnte man vielleicht in 10 Jahren vielleicht noch in Betracht ziehen. Zeige dann oftmals der Teufel es doch noch schafft, euch in den Himmel zu schleppen. Oder auch einen Engel oder wer auch immer. Bleiben wir offen für alles, sowohl ich als auch ihr. Besser im Islam, also ich würde es nie als Moslem wäre. Ich habe gute Gründe, dass ich das nie machen würde. Ich habe sehr gute Gründe. Aber ein Moslem hat auch gute Gründe. Und der Sozialarbeit hat auch gute Gründe. Wir haben alle gute Gründe. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu fest genährt. Nicht allzu sehr genährt. Und sonst vergessen wir alles schnell. Tschüss zusammen vom Südwest. Ciao.